So. Quasi-Quantik hostet mich, vielen Dank. Ja, legen wir los. Herzlich willkommen zu unserer ersten Destiny Time to Talk, Zeit zu reden. Das ist heute unser Motto. Wir starten wie folgt. Wir werden erstmal zu Beginn das Dreier-Moderatorenteam vorstellen. Das ist der Rusty Q, der Quasi-Quantik und meine Wenigkeit. Dann schwenken wir rüber zu den Gästen. Mirnes und Micha von Venero TV ist da. Mirnes ist Admin von der größten deutschen Facebook-Gruppe mit 48.000 Mitgliedern, Destiny 2, Deutsch PS4. Und ja, dann fangen wir ganz, ganz locker an. Wir werden euch nachher noch die Möglichkeit geben, über den Chat Fragen an die Gäste zu stellen, natürlich auch an uns, aber der Schwerpunkt sollte schon bei den Gästen liegen und die werden dann alles so gut es geht beantworten. Den Chat hat unser Chatmaster, der Q, im Auge. Quasi Quantik hat ein Auge drauf, pickt sich ein paar Fragen raus. Aber jetzt der Reihe nach, ich würde jetzt den Rusty Q erstmal bitten, sich ganz kurz vorzustellen, weil es die erste Sendung ist, damit jeder weiß, wer du bist. Oh, gerne doch. Also erstmal ein Hallo an alle. Ich bin der Rusty Q, ich bin 17 Jahre alt. Ich schneide Videos, seitdem ich 9 Jahre alt bin und führe zurzeit einen YouTube-Channel mit knapp über 100 Abonnenten, also alles noch in der Anfangsphase. Ja, und für mich steht halt der Spaß und die Unterhaltung im Vordergrund. Ja, grob gesagt erstmal zu mir. Ja, prima, vielen Dank. Q, jetzt zu dir. Wer dich nicht kennt, du bist einer der beliebtesten Streamer, die tagsüber in Destiny unterwegs sind. Verlass mal oder verlass mal, hinterlass mal ein paar Worte, bitte. Ich finde das sehr frech, wenn man behauptet, mich nicht zu kennen. Ja, quasi Quantik, beziehungsweise die meisten nennen mich Q. Ich streame überwiegend tagsüber Destiny. Viele von euch werden mich vermutlich schon mal gesehen haben im Directory. Ich bin 32 Jahre alt. Ich habe Frau und Kind. Meine Tochter war eine ganz schöne Bitch gerade eben, aber. Ja, und ich passe ein bisschen auf den Chat auf heute Abend, um Fragen abzugreifen, die wir dann wiederum den Gästen stellen können. Ja, das ist der Job heute. Genau. Dann kommen wir ganz kurz zu mir. Ich bin der Elli, komme aus Düsseldorf, 39 Jahre jung, der Älteste wahrscheinlich hier in der Runde, was für mich kein Problem ist, für euch hoffentlich auch nicht. Ich streame seit dem 10. November erst, seit einem guten halben Jahr jetzt und habe mir so ein bisschen die Nische ausgesucht, morgens so ein Kaffeebrötchen Destiny Frühstream zu machen. Habe dann ja doch schon eine kleine Community aufgebaut. Bin natürlich noch weit weg von dem Fame und dem Erfolg von meinem Kollegen Quasi Quantik, aber Spaß. Ja, ich mache verschiedene Aktionen zwischendurch, versuche die richtigen Leute zusammenzubringen, bin Netzwerker und deshalb haben wir ja Destiny Time to Talk ins Leben gerufen. Ich übergebe jetzt auch sofort das Sprachzepter an den Mirnes. Er, wie gesagt, Admin der größten deutschen Facebook-Gruppe zum Thema Destiny. Mirnes, stell dich vor, erzähl uns was. Jo, hallo, grüße euch. Erstmal danke für 35 Jahre alt, Vater von und weil wir unbedingt eine Plattform bieten wollten, wo sich Gamer treffen, Gleichgesinnte suchen und chillen. Und das Mirnes, soll ich auch glaube, du hast natürlich du jeder. leckst ein bisschen, kann das sein? Echt? Hört ihr das auch? Weiß nicht warum. Ja, das ist der Ja, bei mir Fall. auch. Warte, ich schau mal ein bisschen hier. Dann schau, Hört man Mirnes, mich jetzt besser? jetzt müsste es besser sein, ja. Mach mal. Fang doch mal von Ja. vorne an, mein Lieber. Also, nochmal. Danke für die Einladung, Helly. Sehr gerne. Wie gesagt, ich bin 35 Jahre alt, Vater von zwei Kindern, zwei Jungs. Jo, bin der Admin von der dabei noch größten Destiny Facebook-Gruppe, wo wir natürlich voll stolz drauf sind. Ja, unser Job ist eigentlich sozusagen ein bisschen die, wie die meisten sagen, die Internetpolizei zu spielen, was wir aber ungern machen. Aber wir wollten halt eben eine Plattform für die Leute aufbauen, wo die Leute eben wirklich Spieler suchen können für dasselbe Spiel, wo die Leute ihre Videos posten können. Einfach das, was sie leidenschaftlich tun, dass sie es irgendwo posten können, ohne dass sie dafür niedergemacht werden oder gehatet werden, sozusagen. Wir sind im Endeffekt alle Gamer, das ist ein Spiel und das soll Leute entspannen und nicht verstreiten. Das war unser Ziel von der Gruppe und ich glaube, das halten wir auch momentan noch ziemlich gut. Ja, finde ich Sonst? auch. Ich würde,
jetzt erstmal den Micha, damit er nicht so in der Warteschleife hängt, auch nochmal kurz zu Wort kommen lassen, bevor wir dann so ein bisschen die Fragerunde starten. Ja, Micha, gerne. Venero TV, es dürfte den meisten hier im Chat ein Begriff sein. Du hast ja eine tolle Fanbase schon aufgebaut. Erzähl mal was zu dir, mein Lieber. Ja, Mahlzeit erstmal an euch und an die ganzen Zuschauer. Vielen Dank dir, Hele, für diese Einladung. Finde ich eine coole Idee hier. Danke. Gab's so auch noch nie, daher so ein Pilotenprojekt. Bin gespannt, wie das bei euch Zuschauern so ankommen wird. Wie gesagt, ich bin, wie du schon sagtest, von Venero TV Nero. Unter Nero kennt man mich öfters. Wer bei Facebook halt unterwegs ist, kennt mich auch unter Micha. Da poste ich das immer mit meinem privaten Account. Also da, nee, keine Sorge, das wird, naja, YouTube. Ich habe halt mit YouTube angefangen, mit meinem Kollegen zusammen. Wir sind ja eigentlich zu zweit auf dem Kanal. Und meinen Kollegen Venom, den kennt man jetzt, sage ich mal, nicht so viel, aber ab und zu macht er schon seine Videos. Er ist größtenteils im Hintergrund für andere Sachen zuständig. Und ansonsten, ja, wir haben so mit Destiny angefangen, hatten Lust drauf und Destiny, sage ich mal, ein Spiel, was schon ja, ein bisschen länger läuft und daher lohnt sich das durchaus, da auch mal Videos zu machen und haben da unsere Leidenschaft drin gefunden. Ja, das ansonsten zu meiner Person an sich, bin 22 Jahre alt, bin noch am Studieren, aber bald fertig, studiere Bauingenieurwesen, also... Okay. Hab da auch meine Leidenschaft mit, also im Moment bin ich eigentlich recht zufrieden mit den Sachen, die ich so gerade mache, das ist ganz gut so, gefällt mir. Und ja, das, genau so, na, was man noch sagen könnte, vielleicht, ich komme aus Russland, bin mit 11 hergezogen und habe sozusagen einen Migrationshintergrund, aber das... stört hoffentlich, also ich denke, man versteht mich trotzdem gut. Wen soll das denn stören, mein Lieber? Ey. Entschuldigung, ich sehe auch aus wie ein Ire und könnte Migrationshintergrund haben. Entschuldigung, also wenn diese Community nicht offen ist, dann weiß ich nicht. Aber geil, dass du es betonst. Witzig. Wir haben aber auch alle Angst vor deinen Oberarm, Helly, das darfst du nicht vergessen. Ich habe es schon unterm Tisch versteckt, weißt du? Ja, ist besser so. Ist besser so. Sonst traut sich keiner mehr was zu sagen. Nur weil sie bunt sind. Du magst mich nicht, weil ich bunt bin. Nein. Nee. Ja, geile Nummer. Vielen Dank auf jeden Fall, dass wir direkt beim Start so doch zwei sehr bekannte Gäste hier haben. Das hilft uns natürlich auch, dieses Programm so ein bisschen zu etablieren. Der Plan ist, es 14-tägig auszustrahlen mit wechselnden Gästen. Jeder, der was zu erzählen hat, das sei an der Stelle erwähnt, ist bei uns herzlich willkommen. Es muss aber schon nicht sein, dass jemand da jetzt von seinen Familienproblemen erzählt oder aus der Bibel vorlesen will oder den Koran zitiert oder sonst irgendwas. Man muss schon was Destiny-Spezifisches zu erzählen haben und darauf kommt es uns an. Mirnes, Thema Community, das ist natürlich ein heikles Thema, ne? Also ihr habt ja da auch mit den unterschiedlichsten Leuten zu tun, ihr habt einen Querschnitt der Gesellschaft da natürlich. Wie schaffst du es da, die Nerven zu behalten? Jetzt mal ganz ehrlich, bei manchen Posts, ich verfolge die Community ja auch sehr intensiv, wie du weißt, wundert mich manchmal, wie du nachts schlafen kannst, ganz ehrlich. Ja, das ist wirklich, also ich glaube, ein paar graue Haare habe ich auch der Community zu verdanken. aber ich sage mal so, wirklich zum Glück für den Großteil, also ich sage mal so, die guten 90% sind wirklich ordentliche Leute, die wirklich nur Leute zum Spielen suchen oder halt eben ihre Erlebnisse preisgeben wollen, die sie eben in diesem Spiel im Verlauf dieser 3 Jahre erfahren haben, weiterzugeben. Ob es jetzt in Form eines Videos ist oder ein Let's Play oder zum Beispiel hier ein Montagevideo oder so. Zum Beispiel solche Leute sind es wirklich dann wert, dass man sich die Arbeit macht. Ja? Natürlich gibt es auch die Schattenseiten für die Leute, wo man halt immer selber schuld dafür ist, dass er gebannt worden ist und so. Und das sind dann zum Beispiel so die Leute, die dich nachts, sagen wir so, eher schlechter schlafen lassen. Mhm. Weil die nehmen das eigentlich persönlich jeden Bann. Und also ich bin eigentlich so, und die ganzen Admins sind eigentlich eher auch so, wir nehmen nicht persönlich, wenn wir jemanden bannen. Ne? Wir kennen ja da die Leute nicht persönlich, also manche kennt man natürlich, hat man kennengelernt und so im Laufe der Zeit, aber überwiegend Leute, die gebannt werden, sind ja meistens eher so Leute, die ein paar Wochen oder ein paar Monate in der Gruppe drin sind. Und ja, das sind dann halt eben so meistens Leute, denen halt alles stört. Und wenn du ihn dann bannst, denkt er ja, du hast was persönlich gegen ihn. Ne? Und sozusagen der Grund, warum man halt ruhiger schlafen kann, ist, du nimmst das ja nicht persönlich,
sondern du als Admin befolgst eigentlich nicht andere Regeln. Ja, weil ich habe das auch vielen Leuten versucht zu erklären, schau mal, wir sind Gruppen-Admins, wir könnten jeden Blödsinn da reinposten, jeden Tag, und das könnte keiner löschen. Wir haben selber unsere eigenen Regeln, warum sollte es dann ein Member nicht machen? Und ich sag mal so, im Verlauf der Zeit hat uns ja der Erfolg recht gegeben, beziehungsweise wie ein gebannter das Mitglied gesagt hat, ja, nur eure Membergröße macht euch groß, habe ich gesagt, danke. Für die Info habe ich vorher nicht gewusst, dass uns die Memberanzahl größer macht. Ne? Und ja, also jeder Admin macht ja seine Arbeit anders. Wir haben sozusagen eine direkte Linie, wie wir verfahren. Also Beleidigungen zum Beispiel ist ein sofortiger Bann. Andere Sachen werden halt eben von Admin zu Admin unterschiedlich gesehen. Also ich bin eher so ein Mensch, wenn wir uns normal von Mensch zu Mensch und ich erkläre dir die Sachlage, was der Fehler war. Und die Person sagt, okay, passt, habe ich nicht vorher gewusst, tut mir leid, alles geklärt, kann die Person natürlich wieder rein. Wir sind ja auch keine Unmenschen. Aber wir sind ja auch Gamer und wir wollen ja natürlich, dass die Gamer zurückkommen. Ja? Aber Mirnes, mal ganz ehrlich, wie willst du es denn auf dem schriftlichen Weg klären? Also ich sag mal so, in einem persönlichen Gespräch ist es immer einfach, sowas zu klären. Ne? Aber es gibt viele Leute, wenn du mit denen schreibst, und das siehst du auch in den Posts in der Community, es wird so viel in die Zeilen reininterpretiert, so viel Untertöne reininterpretiert, du kannst es doch gar nicht gewährleisten, dass du die Leute immer so erreichst, wie du es eigentlich erreichen willst. Das würde mich total beschocken. Das ist eben genau das Problem. Ja. Das ist zum Beispiel, es gibt so Menschen, wenn er gebannt wird, schreiben die so ganz normal, hey, hallo, ich bin der und der, ich wurde vor ein paar Tagen oder vorhin aus der Gruppe gebannt, ich würde gerne wissen, warum. Ich mache mir die Mühe und frage dann die Kollegen oder schaue nach, wer ihn kurz gebannt hat und frage, hey, kannst du mir mal kurz einen Grund sagen, dass ich eben, ich bin zum Beispiel, wie gesagt, jeder Mensch nimmt sich so viel Zeit, wie er halt eben investieren kann in die Gruppe und so. Ne? Das ist ja von Admin zu Admin unterschiedlich, wir haben ja alle auch ein Privatleben. Ne? Und zum Beispiel, wenn mich einer so normal anschreibt, dann mache ich mir halt die Mühe und frage nach und schaue, dass ich die Person wieder entbannen lassen kann. Ne? Aber es gibt halt so Menschen, da weißt du schon von vornherein, du brauchst mit ihm nichts mehr weiterschreiben, weil der schreibt dir zum Beispiel so an, hey du Arsch, warum wurde ich jetzt gebannt? Ja klar, kannst du sparen die Zeit. Ja klar. Ne? Und da weißt du schon genau, mit dem Menschen brauchst du gar nicht weiterschreiben, weil der wird nicht von diesem hohen Ross runtersteigen, wo er denkt, wir sind im Kundendienst und er ist der Kunde und er hat recht. Ja, Selbstkritik ist... Bezahlt ja auch dafür, ne? Genau, er bezahlt ja dafür. Selbstkritik ist ja, oder so genau. Eine Selbstreflexion findet ja grundsätzlich bei den wenigsten statt. Das ist halt einfach das, was du in der Gruppe so nicht voraussetzen kannst. Viele Leute denken, dass wenn du mit denen anfängst, normal und höflich zu schreiben, deuten sie das irgendwie als Schwäche. Ja. Müssen dann demonstrieren, was sie für ein großer Typ sind. Und hier, also es geht ja von Real-Life-Drohungen. Also hätte ich jetzt mal einen Euro bekommen, wo mich einer Real-Life bedroht hat, müsste ich nicht mal streamen, gar nichts. Ne? Also man wird wirklich sehr, sehr von einigen gebannten Membern wird man halt sehr wirklich ins Fadenkreuz genommen und wird dann auch Monate und Jahr danach weiter gehatet und so. Aber ich denke mir einfach, im Großen und Ganzen kommt es mir auf die Mehrheit der Menschen an, die sich dort wohlfühlen. Genau. Und die Leute, die dort seit 2-3 Jahren dabei sind, die wissen die Arbeit zu schätzen, die wir dort reinstecken. Also, sag mal Q, ich habe das Gefühl, dir brennt was auf der Zunge. Kann das sein? Ja, ich wollt langsam vielleicht auf die Frage im Chat eingehen. Also es gibt noch nicht allzu viel, aber vielleicht sollte man den Chat mal aufrufen, weil sonst reden wir noch. Ja, wir wollen. Also ich wollte dich jetzt nicht irgendwie absägen oder sowas, aber. Kein Stress, Mann. Aber es haben schon ein paar Leute gefragt, ey, wann können wir Fragen stellen? Ja, und dann sind wir jetzt so spontan machen lassen. Ich wollte eigentlich erst beide Themen, beide Gäste erzählen lassen, aber wenn jetzt was da ist, was brennt, Q, super, reingegrätscht. Brennt tut's nicht. Hast du es denn notiert? Dann würde ich den Micha erstmal nach seinen Erfahrungen mit der Community fragen. Genau, mach. Ja, mach. Sehr nice, danke dir. Micha. Du bist doch mit Sicherheit auch schon, du hast die ein oder andere Erfahrung mit der Community machen können. Du postest sehr viele Videos, du bist ja auch, hast einen gewissen Status in der Community, du bist bekannt. Wie siehst du die Situation denn in der Community? So allgemein, du brauchst jetzt keine Einzelfälle rauszupicken, sondern bist du eher positiv oder eher negativ überrascht, wie sich die Community in den letzten 3 Jahren entwickelt hat? Naja, so eine Entwicklung an sich konnte ich bisher so nicht feststellen. Es ist halt von den Kommentaren her, was ich halt immer täglich so lese, das ist natürlich breit gefächert. Da ist natürlich von super positivem Feedback bis hin zu Kommentaren, wo man sich den Kopf schütteln kann. Das ist so wie Mirnes sagt, das hat einem bestimmt schon mal den einen oder anderen grauen Haar
beschert, das Ganze. Man liest unterschiedliche Sachen. Man liest wirklich sehr konstruktive Kommentare, wo man, sage ich mal, danach selber auch ein Stück schlauer geworden ist, wo man dann auch mal vielleicht was zum Lachen hatte, wo man dann aber auch sich denkt, okay, also da ist die Arbeit, die ich hier in dem Video gemacht habe, ja komplett an den Menschen vorbeigelaufen. Okay. Da wurde absolut nichts mitgenommen, sozusagen. Also das ist, die Community ist breit gefächert, so wie auch die Bevölkerung. So als YouTuber, also bei mir, ich stelle das so richtig fest, so, was es so für Unterschiede halt so gibt von Mensch zu Mensch einfach nur. Im Real Life, finde ich, kriegt man das gar nicht so mit. Man hat so sein Umfeld und das ist eigentlich immer so relativ gleich. Mhm. Und so bei so einer öffentlichen Arbeit, wie das YouTube-Business, sage ich mal, so ist, da kriegt man nochmal alles mit. Mhm. Und das schwankt. Also da ist mal wirklich sehr, merkt man, sehr intelligente Menschen dabei. Und jetzt ohne beleidigend zu werden, dann gibt es dann Menschen, wo man merkt, okay, die sind vielleicht noch nicht so weit oder sind noch vielleicht sehr jung oder sind auch fehlgeleitet. Ja, da ist halt ein bisschen langsam im Denken. Meint ihr denn, das hat schwerpunktmäßig mit der Anonymität im Internet zu tun? Weil ich stoße immer wieder bei vielen Kommentaren auf Fake-Profile oder offensichtlich nicht reale Profile oder Profile von Leuten, die sich dahinter verstecken. Und da den Mut packen, die Internet. Es sind ja nicht nur die Fake-Profile, glaube ich, ne? Es gibt ja auch mit den ganz normalen Profilen Leute, aber das ist, wie du sagst, eben diese Anonymität vom ich bin im Internet, er ist irgendwo am Punkt A, ich bin am Punkt B und die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns begegnen, ist 1-7. Mhm. Und ich glaube einfach, diese imaginäre Grenze wissen die Leute, weil jeder weiß das. Wenn dieser Mensch würde es dir niemals im echten Leben ins Gesicht sagen, weil allein schon das Schamgefühl da wäre. Ne? Bevor wir jetzt mal zu den positiven Punkten und euren positiven Erlebnissen kommen, würde ich doch jetzt mal ganz gerne, Kio, du hast bestimmt die eine oder andere Frage aus dem Chat. Ja, relativ einfache Frage bislang. Ja. Zumindest die ich mitgeschrieben habe. Muss ja auch erst warm werden. Mhm. Und zwar ging die Frage von Malte FW eigentlich an Nero, aber wir können die, glaube ich, beide einfach an beide stellen. Wie lange spielt ihr schon Destiny? Seit Close Beta. Oder ist früh? Bei mir ist das ich habe irgendwo in der Mitte von Dunkelheit lauert angefangen. Also nicht in der Mitte, sondern so, also nicht gleich zum Release, sondern so ein paar Tage später. Da hat mich Venom, also der zweite von Nero TV, mit dem Spiel angesteckt. Ich habe mir auch extra eine PlayStation dafür gekauft. Ja, also ich habe mir einmal komplett abgeholt. Du, Nero, du wirst lachen, aber so ähnlich war das ja auch bei mir. Also ich habe ein paar Leute sogar damals fast löschen wollen, weil die haben mir den Beta-Key geschickt von Destiny und ich habe gesagt, wenn man das noch einmal schickt, den lösche ich von der Freundesliste. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn jetzt schon alle dieses Beta spielen, dann spiele ich es auch und dann war es um mich geschehen, Mann. Das war fertig. Lieber auf den ersten Klick. Ja, aber so ähnlich, also bei mir, wenn ich das ganz kurz einwerfen darf, war es so ähnlich. Ne? Ich bin über Freunde da dran gekommen und das ist jetzt mein erster Online-Shooter und für mich war die Welt auch total spektakulär. Du hast Leute aus ganz Deutschland auf dem Ohr, die sich mit dir unterhalten, du siehst die Spielfigur im Spiel. Das kannte ich als Offline-FIFA-Spieler, der nur immer Liga gespielt hat, überhaupt nicht. Für mich war das eine Sensation, deshalb hat mich das auch so gefesselt. Und ich habe mir neue Spiele gekauft, aber bin irgendwie auch nie dazu gekommen, mein Spiel nochmal richtig durchzuspielen. Das ist Destiny macht schon süchtig, da sollten wir uns alle klar sein. Auf jeden Fall. Und da muss halt ein bisschen mehr kommen von den Bungie-Seite her. Also wir müssen einfach das Spiel etwas attraktiver machen für die Leute, die einfach, ich sage es mal geradeaus, mehr auf dem Kasten haben. Es gibt so viel wirklich, also ich bin sehr viel so guten Spielern begegnet, wo du in ein Raid reingehst und du denkst, da war das gerade ein Strike oder was war das gerade? Ne? Ja, das stimmt. Rusty, hast du mal eine Frage an den Micha? Du als YouTube-kleinerer YouTuber hast da bestimmt auch die eine oder andere Frage an den Micha, oder? Ja, ich habe gerade eine gute Frage gelesen. Leroy, ich notiere die mal eben. Ja. Ich finde die gut. Ja, meine Frage jetzt an Nero spezifisch wäre, wie gehst du so mit Kritik um? Nimmst du das so hin oder wenn jetzt zum Beispiel einer schreibt, du Hurensohn, geh dich mal graben, jetzt mal so übertrieben gesagt, gehst du da einfach drüber oder trifft dich das im Inneren, trifft dich das dann wirklich oder wie ist das so bei dir? Na, das ist eigentlich auch so, wie ich meinte, so mit der Community, das ist ebenfalls breit gefächert. Es gibt einmal die Kritik, da die liest du dir durch und danach bist du schlauer, da weißt du, okay, das kann ich nächstes Mal besser machen.
Das ist gut, also wo wirklich der Mensch sich dahinter hinsetzt und dir wirklich damit helfen möchte. Und dann gibt es natürlich solche Leute, wie du sagst, die dann einfach so mit geradeaus mit, ja, du Spast, du hast aber keine Ahnung, erzähl doch nicht so einen Scheiß oder so. Und naja, was haben, das muss man irgendwie so an sich vorbeigehen lassen. Also Also, du brauchst ja. schon dickes Fell in jeder Hinsicht, ne? Also denke ich Man mal. braucht schon dickes, wenn man bekommt, also solche Kommentare mit Beleidigungen, die sind, sage ich mal, ganz leicht, so an einem selbst vorbeizuführen, so zu sagen, okay, ja, drauf geschissen. So. Der kennt dich nicht und der hat einfach Langeweile und schreibt da seinen Senf rein. Dann gibt es aber so Sachen, da sind dann Leute, die beleidigen nicht, sondern die schreiben wirklich Kritik und die trifft einen dann ein bisschen mehr, weil das ernsthafter gemeint ist, sage ich mal. Und da muss man dann schauen, okay, kann ich damit arbeiten? Kann ich was daraus lernen? Kann ich das beim nächsten Mal und was davon besser machen? Oder man sagt dann, okay, naja, also eigentlich stimmt das nicht so ganz, was der da sagt, und dann lässt man das auch so an sich vorbeigehen. Das ist am Anfang nicht ganz leicht. Aber Micha, das heißt ja, dass dir fachliche Kritik, also sprich konstruktive Kritik, mehr zu schaffen macht als dieses blöde Gepöbel. Ja, kann man das so zusammenfassen? Na klar, weil die konstruktive Kritik ist ja dann wirklich eine, wo ich dann selber sage, okay, ja, da hat recht, das habe ich vielleicht nicht so doll Ja, hinbekommen. da kannst du schon mal drüber nachdenken, aber ich meine, wie oft ist denn das der Fall? Das konstruktiv, also so prozentual, was würdest du sagen, ist konstruktiv und was ist Getrolle? Aus dem Oh, Gefühl das raus, über den dicken Daumen. also bei mir muss ich sagen, das ist relativ ausgeglichen. So mit Okay. Beleidigungen und so habe ich eigentlich kaum, also eigentlich gar nicht so am Start. Manchmal kommen dann so Sachen wie zum Beispiel, also bei der Top-5-Liste, werden Sie jetzt hier vielleicht kennt, kommt dann sowas wie, ja, die Clips sind langweilig oder die Clips sind scheiße. So, damit kann ich halt zum Beispiel nichts machen, weil das ist halt so eine Sache, die ist halt eine Geschmackssache. Da ist der eine mag zum Beispiel so eine schönen Sniper-Clips, der andere mag es aber eher, wenn da so richtig Shotgun-Action ist. Und da kann man es keinem so richtig recht machen, da sagt man sich, okay, ja. Gute, schöne Kritik und so, aber naja, was soll's. Also man lernt es so mit der Zeit auch, dass man da nicht so sehr sich einen Kopf drüber macht. Ich hab zwei Fragen aus dem Chat, Let's die go. sich auf die Community im Allgemeinen beziehen und relativ deckungsgleich sind. Ich lese sie beide mal vor. Einmal von der Nexus26 und einmal von Leroy. Sinngemäß, Achtung, glaubt ihr, dass die deutsche Destiny-Community mal richtig zusammen spielen, slash arbeiten kann? Vielleicht sogar mit Zero TV. Wobei, die können wir jetzt erstmal ausklammern, weil sonst eskaliert das Ganze fürchtig, was Ja, den Zeitrahmen angeht. wie gesagt, Und das das Thema lassen wir auch andere... heute sein, ne? Also, aber gut. Die andere, ja, ist hilfreich. Die andere Frage ist relativ deckungsgleich. Können alle deutschen Destiny-YouTuber mal zusammenhalten, dass mal die Community, dass die mal Community-Videos machen? Da kommt schon wieder Team Sie rein. Aber ich glaube, es wird gefragt, ob es wohl die Möglichkeit gäbe, dass die Freischaffen oder die Content Creator der deutschen Destiny Community, ob es da nicht irgendwie einen Schulterschluss geben könnte, dass alle mal irgendwie zusammen was machen und sich lieb haben. Darf ich da vielleicht zuerst was zu sagen? Also, ich Ja. meine jetzt mal, so, wenn man das wirklich machen würde, dann würden aber auch größtenteils wieder nur die YouTuber reingezogen werden, die eine höhere Abozahl haben und die dann in Anführungszeichen was zu sagen haben, und die Kleinen werden wieder rausgeworfen und haben damit dann nichts zu tun. So könnte ich mir das vorstellen. Im Großen und Ganzen ist es ein guter Gedanke. Aber ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich wäre, weil jeder so eine eigene Ansicht hat. Jeder fühlt sich von dem und dem auf den Fuß getreten in irgendeiner Hinsicht. Aber Klar, kann ich, es gibt doch ja, schon, es gibt vielleicht doch schon eine reingrätschen? Zusammenarbeit wo sich einige Richtig. YouTuber zusammengeschlossen haben. Micha, da bist du doch auch irgendwo im Thema mit drin, ne? Ja, also das ist mittlerweile so, kann ich euch ja mal ein bisschen was verraten von den YouTubern, wie sie miteinander so umgehen. Also jetzt sage ich mal von den größeren, mit denen ich, also ich habe sozusagen mit allen Kontakt. Mit allen Kontakt und mit allen schreibe ich, und es ist meistens immer das Problem bei der Zusammenarbeit, okay, was machen wir denn jetzt zusammen? Was für ein Video produzieren wir denn jetzt? Meistens ist es so, dass man alleine doch am einfachsten ein Video macht, und mit mehreren Personen ist das immer nicht so leicht, weil der andere hat keine Zeit oder die Ideen und so. Und im Moment ist das aber so, dass ich eigentlich auch mit allen klarkomme. Dass da auch mit allen irgendwie ich auch schon ein paar Ideen habe, dass man da so die Leute einbringen kann. Am Wochenende werde ich zum Beispiel auch mal wieder was hochladen, wo dann mehrere YouTuber mit dabei sind.
Kann ich es nochmal hier vorankündigen. Da freue ich mich drauf. Ist auch mal welcher da, einer dabei, der jetzt so gar nicht von den anderen irgendwie gepartnert wurde. Da bin ich gespannt, wie die Sache dann, wie das Feedback sein wird. Will ich schon nicht verraten, wer das ist. Ansonsten, das ist halt schwer, weil das immer mehr und mehr YouTuber werden und auch kleinere YouTuber, die jetzt frisch damit anfangen und so alle irgendwie einmal mit einzubinden, das sprengt den Rahmen, das ist einfach zu groß. Aber Micha, wenn ich da ganz kurz mal eingreifen darf, also als Idee, da kommt bei mir schon wieder so der Vatergedanke und der Netzwerkgedanke dazu. Es ist ja schon so, dass ihr mit den Großen ja schon komplett euer Süppchen dann kocht. Wie wäre es denn mal, wenn ihr so ein Projekt macht, wenn ihr euch mal ein oder zwei kleinere YouTuber mit dazu nehmt, die im Aufbau sind, die ihr aber auch für würdig erachtet, das soll nicht arrogant sein, sondern wo ihr merkt, da ist ein Potenzial, die vielleicht mal damit einzubinden. Das finde ich gut, ja. Also so mache ich es zum Beispiel mit Streamern, die ich mir schon mal ein bisschen angeguckt habe, die aber followerzahlmäßig nicht aus den Füßen kommen. Dann mache ich mit denen mal so ein Event für 2 Stunden oder was, ne? Um da mal die so ein bisschen zu pushen, ein bisschen bekannter zu machen. Ich bin jetzt auch kein riesen Streamer, aber da kann man vielleicht auch mal den einen oder anderen kleinen Schritt vielleicht mal, nur als Gedankenstütze, nur als Idee, Vorschlag oder wie auch immer, nimmst du einfach mal mit. Ich meine, man könnte ja auch sowas machen. Grätschen? Auf das Thema? Wer grätscht? Wer grätscht? Mirnes wird grätschen? Grätsche. Ja, dann grätsch los. Grätsch los. Also, auf das Thema, dass die Leute zusammenarbeiten. So. Also ich weiß ja nicht, wie weit du mit dem Projekt für eine bessere Community vertraut bist, aber das ist genau das Ziel von diesem Projekt. Ich meine, wo wir das gestartet haben, haben wir genau gewusst, Destiny 1 ist bald tot, es kommt Destiny 2. Mhm. So, der Grundgedanke war dahinter, dass man sich vorher schon, bevor Destiny 2 losgeht, ein Netzwerk aufbaut von Leuten, die untereinander arbeiten aus den verschiedensten Schichten im Spiel. Solospieler, Clans, Helplines, Streamer, YouTuber. Zum Beispiel aktuell sind dabei hier der Kollege Veniro, Andy Edition, Trailer, Trust Michi, No Aim, dann der Heli. Wilson ist dabei, Heli ist dabei, du auch, genau. Dann hier der Nexus Gaming ist jetzt seit einem Wochenende dabei und ich habe immer fortlaufend weitere Gespräche. Also jetzt am Samstag habe ich ein Gespräch mit einem eher einen kleineren YouTuber, also der gerade so ein bisschen, Streamer meine ich, Entschuldigung, nicht YouTuber, sondern Streamer, der hat gerade mal 450 Follower oder so. Aber ich habe ihm gesagt, auch von Anfang an war nie das Ziel, dass wir irgendwelche großen Leute nehmen, die schon groß sind. Mhm. Ne? Wo ich das Projekt gestartet habe, habe ich gesagt, ich will wirklich nur die Leute am Anfang aussuchen, wo ich selber das Gefühl habe, sie reißen sich den Arsch auf für die Community und sie machen das mit Herzblut. Es gibt, wie Veniro sagt, es gibt wirklich sehr viele, aktuell sehr viele kleinere YouTuber und kleinere Streamer. Und das Problem ist, dass solche Leute sehr schnell sozusagen die Lust verlieren. Nicht alle, aber viele. Ja, also ist ja bei den Streamern nicht anders, ne? Also das sind dann so die... Eben, ich meine ja beide. Ich meine ja beide, okay. Genau. Und zum Beispiel, wir sagen immer zum Beispiel, wenn einer anfängt, wenn sich einer bewirbt, okay, pass auf, es ist für jeden dasselbe, wirklich für jeden, außer man kennt schon die Leute und folgt sie schon seit 1-2 Jahren, dann braucht er nicht nochmal eine Bewährungszeit von 4 Wochen. Ja, klar. Ne? Bei den Neuen sagen wir meistens immer, zeig uns bitte deinen Streamingplan, was hast du vor, in welchem Bereich, und dann zum Beispiel kommt er sozusagen in das Probeprojekt, die Hüterakademie zum Beispiel, was ja gestern 24 Stunden lang den Templar Run gemacht hat. Da sind solche Leute drin, die Single sind oder sozusagen eben gerade frisch gestartet haben. Da haben sie auch eine gewisse Reichweite, sie werden in beiden Gruppen geteilt und sozusagen, es liegt an ihnen, wie sehr sie ihre Reichweite ausbauen. Genau hier, wie wir jeden in dem Projekt gesagt haben, ihr könnt miteinander zusammenarbeiten, ihr müsst aber nicht. Ihr müsst selber für eure Reichweite kämpfen. Mindest, bevor das jetzt in die Richtung jetzt ein bisschen abdriftet, ich finde das Projekt, weißt du ja, finde ich super. Ich muss jetzt aber bei dir auch mal kurz reingrätschen und zwar, guck mal, der Rusty Q, der hat halt das Problem, und ich spreche jetzt mal für dich, wenn es okay ist, dass er einfach diese Kontakte noch nicht hat. Dann setzt ihr euch doch vielleicht mal, setzt ihr euch doch einfach mal im Nachgang jetzt die Woche oder am Wochenende einfach mal zusammen und unterhaltet euch mal darüber, weil das wäre... Ja, dasselbe Problem hatte ich auch mit Nexus Gaming. Viele Leute haben gefragt, ja, hier, weil viele Leute haben das ja auch falsch verstanden. Es geht ja nicht darum, dass wir zum Beispiel jetzt irgendeinen Vorteil für uns haben wollen, sondern wir haben gesagt, so wie momentan sich die deutsche Community entwickelt, dieses Gehate und nichts gönnen. Ich habe gesagt, ich habe keinen Bock, noch weitere 7 Jahre mit solchen Menschen zu spielen. Weil es gibt wirklich mehr gute wie schlechte Leute. Ne? Wir dürfen einfach diesen schlecht, diesen nicht gönnen. Die schlechten sind Leute immer die lautesten. Ne? Eben, wir dürfen ihnen keine Mehrbosen geben.
Und darum haben wir gesagt, die zwei größten Facebook-Gruppen, wir arbeiten da jetzt eng zusammen. Jede andere Gruppe ist herzlich eingeladen, da mitzumachen, sozusagen, dass wir wirklich gemeinsam an einen Strang ziehen und sagen, jede Art von Beleidigung, jede Art von beleidigender Ausdrucksweise ist sogar mittlerweile bei uns in den Gruppen verboten. Wir wollen einfach, dass jeder in Ruhe sein Zeug posten kann, dass jeder in Ruhe seine Spieler suchen kann. Und dass du von der, wenn du von der Arbeit oder von der Schule nach Hause kommst und die Playsy einschaltest, dass du dich entspannst und nicht noch gestresst da rausgehst, als du schon hingekommen bist. Ne? Das ist sozusagen eigentlich der Grundgedanke dahinter. Wir wollen einfach, wenn Destiny 2 losgeht, wollen wir einfach losstarten und die Leute unterstützen, die es wirklich wert sind. Ja, Minis, also dein Engagement, das merkt man schon so, wie du jetzt gerade im Gespräch da aufgehst. Und deshalb lohnt es sich auf jeden Fall, das weiter zu verfolgen und weiter zu fördern. Danke. Ich möchte aber jetzt dem Q nochmal den Ball zu spielen. Was macht der Chat? Der Chat macht Sachen. Außer die Mods. Atmet, trinkt Sachen. Okay. Sitzt wahrscheinlich. Manche werden stehen. Ich nehme mal die Frage hier von Bernd Googie von. Gibt es für euch sowas wie Lampenfieber, was vermutlich eher die YouTuber und Streamer unter uns trifft als Mirnes? Wobei, ey, wenn du Lampenfieber hast, du darfst gerne drüber sprechen. Also, darf ich ganz kurz zum Thema Lampenfieber was sagen? Ich bin bei so einer Sache wie heute Abend, bin ich schon ein paar Tage echt wuschig gewesen, muss ich sagen, weil ich weiß nicht, wie sowas ankommt, ob so eine Sache funktioniert. Alles fängt damit an, hoffentlich sind alle pünktlich, die du eingeladen hast. Hoffentlich sind ein paar Leute da, damit man so ein bisschen Reichweite hat. Aber sobald man auf Streaming starten drückt im OBS, dann ist das weg. Das Einzige, was ich an Lampenfieber habe, ist von der neuen Beleuchtung hier. Die ist nämlich ultra heiß. So langsam fange ich das Schwitzen an. Also sieht doch ziemlich hell aus bei dir. Ja, ich weiß, du kennst mein Problem. Ich bin von Natur aus eigentlich eher ein dunkelbrauner Typ. Nein, Spaß. Q, wie sieht es denn bei dir aus? Ich glaube, die YouTuber mit Lampenfieber eher ein bisschen weniger, weil man ja doch noch, bevor es veröffentlicht wird, ein bisschen beeinflussen kann. Aber wie ist denn bei dir so tagsüber? Hast du sowas nochmal als alter Hase? Naja, das ist ja fast gelogen. Also ich streame seit anderthalb Jahren, was ich vielleicht vor 20 Minuten hätte erwähnen sollen. Und es ist halt so mit der Zeit gewachsen. So. Lampenfieber in der Form habe ich keins, weil ich da generell nicht der Typ für bin und ich Bock habe. Ich habe einfach Bock. So, wenn ich morgens aufs Knöpfchen drücke, dann habe ich Bock. Ja, dann will ich nicht nur meinen Tag besser machen, sondern im besten Fall auch den Tag der Zuschauer. Lampenfieber habe ich dann nicht. Ich meine, wer mir schon mal zugeguckt hat, ich mache mich halt permanent zum Affen. Wer nicht. Und Lampenfieber würde dem irgendwie entgegengehen, so, weißt du? Das wäre halt ungeil, so, weißt du? Weil das wird einfach alles untergraben und so bist du. Ich meine, das ist ja kein bewusster Vorgang von wegen, ich habe jetzt kein Lampenfieber. Nee, aber irgendwie bin ich da, keine Ahnung, ich habe da. In dem Fall bin ich da immun gegen dich. Du bist eine Rampensau, du brauchst das. Eine Rampensau. Wenn die erste Galahorn fliegt, ist alles vorbei. Genau. Ja, sag mal du was, Rusty, wie sieht es denn bei dir aus mit Lampenfieber? Lampenfieber könnte ich mir bei YouTubern vorstellen, wenn man das Video hochlädt, passt das, kommt böse Kritik, kommen wieder Häme. Ja, ich meine, ihr ladet euer Video hoch und wisst dann erstmal nicht, wie ist die Resonanz. Genau. Ihr müsst ja abwarten. Und zwar nicht irgendwie so direkt, wenn man im Stream was live sagt, sondern das kann ja mehrere Stunden dauern, bis da eine Resonanz kommt und ihr dann erst merkt, oh fuck, habe ich mich da in die Scheiße gesetzt oder was? Ja, Rusty. Ich glaube, das ist spannend. Ja. Rusty, wie ist das bei euch? Ich glaube, das ist spannend. Rusty, Micha, also, erzählt mal. Also ich kann da jetzt ja nicht wirklich so groß was zu sagen, weil ich nicht wirklich viel mit Reichweite zu tun habe, sondern das Ganze aus Spaß mache. Wenn ich Lampenfieber habe, dann nur, wenn ich irgendwo in einem Video einen Fehler drin habe und ich das einfach hochlade aus zeitlichen Gründen, weil ich den Fehler nicht mehr beheben konnte und ich mir dann denke, oh nein, hoffentlich merkt das keiner. Und Lampenfieber höchstens bei solchen Veranstaltungen oder Events wie jetzt, wie es jetzt ist, wenn man in so einem Stream auftritt oder so, dann ist das schon ein bisschen was anderes. Dann gehen einem doch schon ein bisschen die Flatter. Zumindest mir jetzt gerade. Aber wir sind doch hier unter Freunden. Wir sind doch hier unter Freunden. Ja. Tut dir keiner was. Man kann es nicht sehen. Man kann halt euch nicht, also man kann ja nur Helly sehen. Das ist schon mal eine gute Hemmschwelle, wie ich finde. Kommst du nicht rein. Da braucht keiner Angst haben, aber nächstes Mal könnte es anders aussehen, wenn wir alle eine Facecam haben. Ja, genau. Das wäre aufregend. Das wäre dann aufregend. Oh mein Gott. Micha, wie ist denn bei dir so, wenn du deine Videos hochlädst? Naja, so also mit der Zeit vergeht das natürlich mit dem Lampenfieber, weil da weiß man eigentlich, okay, ja, das gefällt den Zuschauern sowieso, das feiern die.
da gibt es halt ab und zu mal so negative Kritik. Wo ich persönlich immer Lampenfieber habe, ist, wenn ich so eine Real Talk-Folge mache, wo ich mich einfach vor die Kamera setze, auch mit meinem Gesicht und alles, und dann einfach über ein Thema meine Meinung sage. So, wenn ich das dann hochlade, weiß ich immer nicht, okay, bin ich jetzt mit meiner Meinung so komplett auf dem Solo-Schiff drauf und gehe damit gleich unter, weil die Leute mich dann mit ihrer Meinung zudecken, wie scheiße ich doch denke oder so. Oder denken die Leute dann genauso? Das weiß man vorher nicht. Das stelle ich dann immer fest, so mittendrin. Zum Beispiel, wo ich das Video über das Osiris Sucked gemacht habe, dass Osiris scheiße geworden ist, da dachte ich auch, okay, die Leute lieben eigentlich alle Osiris, ich kriege jetzt bestimmt hier übelst auf die Schnauze. Und ich kam irgendwie 20 Minuten nachdem das Video veröffentlicht wurde nach Hause und konnte nicht glauben, was ich da sehe. Das waren irgendwie, keine Ahnung, so 800 Likes oder 1000 Kommentare, das ging so ab. Und die Leute haben das einfach gefeiert und ich dachte mir so, okay, ich dachte eigentlich, das wird genau andersrum sein. War das für dich? Stunden der Ungewissheit. Geil. Micha, war das so einer deiner besten Momente, sowas? Wenn man dich da so erzählen hört, war das schon was Besonderes für dich. Aber was war denn so eigentlich so das Schönste, was du bisher erlebt hast in deiner Karriere als YouTuber? Das würde mich mal interessieren. Das interessiert mich auch bei mir, Nis, aber fangen wir mal mit dir an, Micha. Das Schönste war eigentlich, wo ich noch relativ klein war, ich glaube so um die knapp 1000 Abonnenten war das, und ich habe dann einfach mal bei Nexus damals mal geschrieben, hey Nexus, also eine Nachricht habe ich ihm bei YouTube geschrieben, hier, ich mache Destiny-Videos und so und ja, könnte man vielleicht mal mit dir gemeinsam mal ein Video machen, so. Und das war auch eine mega Aufregung, hat auch ewig gebraucht, um zu antworten, weil das YouTube-Nachrichtensystem einfach der letzte Dreck ist. Man kriegt das überhaupt nicht mit. Merke ich selber manchmal, dass ich manche Nachrichten erst nach 2 Monaten entdecke. Okay. Man hat dann geantwortet, ja, hier Skype und add mich mal und dann quatschen wir mal. Und das war so einer der Momente, wo ich einfach richtig glücklich war, wo ich mir dachte, wow, geil. Ich wurde jetzt einfach mal von jemand Größeren sozusagen entdeckt und auch kontaktiert, so in dem Sinne. War ein schöner Moment. Und dann hat es auch so seinen Lauf genommen mit der YouTube-Kooperation damals. Ja, das war eigentlich so ein großer Moment, klar. Und ansonsten auch so immer wieder kleinere Momente, die einen glücklich machen, wenn dann so ein Video richtig schön reinhaut. Wenn man so ein Video hochlädt und die Leute drehen da durch, die feiern das, und das macht einen glücklich, dass die Arbeit, die man da sich gemacht hat, da halt nicht umsonst war. Also ich glaube, das ist auch das, was dich so motiviert lässt, oder motiviert, oder was dich motiviert, sagen wir so. Zungenbrecher, ja. Ja klar, also ein Video, das gut ankommt, dann hast du gleich für die ganze Woche Motivation, da hast du richtig Bock drauf. Mirnes, was ist denn so dein Highlight als Admin in der Community gewesen? Ich glaube, da hat man es ein bisschen schwieriger. Du hast ja eben schon erzählt, wie dass ja auch sehr, sehr viele Schattenseiten gibt, die einem in Erinnerung bleiben. Klar, Menschen denken immer so ein bisschen eher ans Negative, aber... Ich nehme das immer positiv auf, weißt du, ich denke mir so, wenn einer so ausfällig wird, dann habe ich ihn wahrscheinlich an einen Punkt getroffen, der passt. Was war denn das Beste bei dir bisher, was du so erlebst? Ich sag mal so, in diesen 3 Jahren, also ich muss ehrlich sagen, also Destiny ist echt eins der wenigen Spiele, wo ich wirklich extrem viel sehr gute Menschen kennengelernt habe. Darunter zählst du und Veniro hier. Also wirklich, ich bin froh, dass ich euch kennengelernt habe. Die anderen Jungs auch, habe ich jetzt gerade kennengelernt, sehr nette Menschen, aber wirklich auch Menschen, mit denen man sich auch privat mal getroffen hat, ein Bier trinken war und so. Für mich war einer der besten Highlights in dem Spiel, wo wir damals eben im Jahr 1 diese ganzen Crota-Runs gemacht haben. Einfach diese Freude von den Menschen zu spüren, die ein Loot bekommen und die es endlich mal geschafft haben, ohne dass man auf sie schreit und so. Also das war rein technisch, spielerisch meine besten Erlebnisse, also so Leute zu unterstützen. Und ich sag mal so, das hat sich damals so entwickelt, also wir waren die Ersten, die das gemacht haben. Mhm. Und mittlerweile gibt es so viel Hilfsangebote und so. Ne? Und das ist so für mich so ein kleiner, privater, persönlicher Sieg. Also mir ist egal, aus welchen Beweggründen die Leute helfen, aber sie helfen. Und da denke ich mir so, okay, das hat gut geklappt. Also spielertechnisch waren das meine besten Erlebnisse eben, wenn man Leuten, die wirklich niemanden finden, hilft, ein Loot zu bekommen. Ne? Und das war zum Beispiel auch dann wieder ein Grund, sozusagen, das geht Hand in Hand. Dann weißt du genau, okay, du hast eine Gruppe, wo du den Leuten eben eine Plattform bieten möchtest. Okay, viele sagen, es ist keine Plattform, es ist eine
Facebook-Gruppe, wie auch immer. Ne? Aber es geht halt darum, zum Beispiel das größte Thema war, da habe ich wirklich ungelogen 2 Jahre lang dafür gekämpft, dass Frauen ganz normal posten können in der Gruppe, ohne dass mindestens 100 Kommentare drunter sind, Tittenbonus, was weiß ich, oder irgendwelche Bilder. Und ich habe wirklich dafür gekämpft. Viele haben mir gesagt, du, das ist ein hoffnungsloser Kampf. Lass das. Die Leute werden, ich glaube, sagen, nee, mach mal so. Wenn wir 100 Leute bannen müssen, dann bannen wir 100 Leute. Dann haben wir halt 1000 Leute in der Gruppe, aber diese 1000 Leute wissen, woraus es ankommt. Es geht aufs Spiel, ne? Genau. Ums Spiel. Und eben die schönen Momente sind dann wirklich ab und zu, wenn die Leute so einen Post erfassen, sie kennen uns nicht, sie kennen keinen von uns, aber sie haben Mitspieler auf der Seite gefunden. Ich habe 4 Pärchen kennengelernt, die sich in unserer Seite kennengelernt haben, mittlerweile verheiratet sind. Ich habe gesagt, ich bin glücklich, dass wir erfolgreicher wie Lovo oder sonst irgendwas sind. Das sind die Momente, wo du siehst, dass durch eine Facebook-Gruppe und durch die Mühe, die sich die Admins machen, dass du siehst, dass Leute zueinander finden. Ja, dass da wirklich Beziehungen, Familien, Zukunft daraus entsteht. Und das sind so die Momente, wo du dir als Admin denkst, okay, egal auf die paar Hater, die dann sagen, du bist ein Hurensohn oder was weiß ich auch immer, ne, auf die brauchst du nicht achten, weil die Mehrheit gibt dir recht. Stimmt. Q. Das ist meistens so, entschuldige, das ist noch, ich war noch nicht fertig. Wenn du in eine Party reinkommst, heißt gleich, oh, du bist doch der Destiny-Admin. Du denkst dir als erster Gedanke, scheiße, was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Ja, okay. Das ist mein erster Gedanke. Ne? Und dann kriegst du voll den positiven Feedback zurück. Die Leute sagen, hey, voll cool, bei euch kann man in Ruhe posten. Und natürlich gibt es immer wieder ein paar Leute drunter, aber ich sag so, ja, im Jahr 3 zu Vergleich Jahr 1 und 2 ist es viel, viel weniger geworden mit den Hatern und unnötigen Kommentaren. Ne? Mhm. Aber es gibt einfach Leute, die dir einfach sozusagen den Grund geben, weiterzumachen. Okay. Jetzt wird es ein bisschen kontrovers. Ich hab hier noch ein paar Fragen aufgepickt, die teilweise erst später Platz finden eigentlich. Aber Achtung, jetzt geht es ausnahmsweise um Destiny. Okay. Glaubt ihr, ist die Frage von The Bro 222, glaubt ihr, dass der Reisende böse ist? An wen geht das? Ich möchte nicht antworten. An alle. Boah, an gute alle. Frage. Das ist eine schwierige Frage. Fang an. Wer hat gesagt, wer fängt an? Ich, Rusty. Also ich, The Rusty. The Rusty, let's go. Also ich bin ganz ehrlich gesagt nicht der Meinung, dass der Reisende böse ist, weil erstens, warum sollte dann der Gary oder der Gaul seine Macht sonst haben wollen, wenn der so gesehen die Güter unterstützt? Mhm. Ich meine, es hieß ja anfangs immer, dass Destiny 1 eine komplett andere Story bekommen sollte. Das dann aber irgendwie aus zeitlichen Gründen komplett umgeändert wurde oder keine Ahnung, was da war. Und ich habe letztens von einem Kollegen gehört, dass der Reisende schon mal angegriffen geworden ist oder wurde. Irgendwie so in die Richtung, weil so ein Stück, ja. Wenn man da mal genau hinguckt, sieht ja. So ein ganzes Stück aus. Ne? Finde ich alles so ziemlich interessant, was ich so über die letzten Jahre an, ich nenne jetzt mal, Verschwörungstheorien angesammelt hat. Und wahrscheinlich noch ansammeln wird. Mhm. Aber ich denke nicht, dass der Reisende böse ist. Q, deine Meinung? Yes, Menschen. Ich glaube ja, dass dieser Handlungsstrang, woher der Reisende überhaupt kommt und ist er böse oder nicht böse, genauso verloren geht wie wie heißt sie? Ich habe keine Zeit zu erklären, warum ich keine Zeit zu erklären. Die Fremde. Habe es zu erklären. Die Fremde. Genau, ich glaube, dass dieser Hintergrund ist der Reisende böse und oder nicht. Wobei, offenbar gibt die Lore da schon mehr Einblick, aber ich bin mit den Büchern der Trauer oder wie sie heißen, Books of Sorrow, ich bin mir nicht sicher. Ich bin ja nicht bibelfest, muss ich zugeben. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass dieser Handlungsstrang gar nicht oder diese Herkunft oder die Gesinnung des Reisenden niemals aufgeklärt wird, sondern fein unter den Teppich gekehrt wird. Mirnes? Also, ich glaube mal so, es heißt ja, er ist ja geflohen, ne, der Reisende. Ich glaube eher so, das ist eher so eine Macht, wo es eben in einem anderen Universum eine große Schlacht gegeben hat. Er ist als Verlierer abgehauen und sucht sich einfach eine stärkere Rasse, die ihn in seinem Kampf unterstützen kann. Es muss jetzt nicht heißen, dass er unbedingt böse ist, sondern er benutzt uns einfach für seine Ziele. Da ja die Kabale eigentlich eine Kriegsrasse ist und wie man ja wissen, sie haben keine Wörter für Rückzug, aber dafür 6 Wörter zum Angreifen,
und sie dürfen nicht zurückkehren, außer sie erobern den Planeten, glaube ich eher, dass sie eben in dem Reisenden ihre Möglichkeit sehen, noch stärker und noch aggressiver zu werden. Darum nehmen sie ihn gefangen. Das ist eher meine Meinung. Okay. Micha? Ach, Micha, was sagst du? Das ist sehr, sehr... Also das war bisher die kreativste Richtung, die ich bisher gehört habe. Bestimmt so ein Buch darüber geschrieben, oder? Ja, genau. Er hat die Box auf Schau. Schau einfach an die Edition. Micha, sag an, was sagst du? Ja, bei dem Reisenden, das ist so eine Sache. Ne? Also für uns wieder, von uns aus gesehen, ist dann natürlich etwas Gutes. Seine Absichten im Hintergrund wissen wir natürlich nicht, was der jetzt eigentlich vorhat. Warum gibt er uns einfach Licht? Also für Lau gibt es gar nichts auf der Welt und das wird auch mit dem Licht nicht sicher. Das ist auch gut, ja. Was ich glaube, das ist nur der Tod. Destiny nicht, du hast Revive, ne? Also egal, komm, erzähl weiter, sorry. Ich glaube da auch an diese, ich weiß nicht, wer von euch das vielleicht schon mal gehört hat, die griechische Mythologie, die passt eigentlich ziemlich gut auf Destiny mit Prometheus, der das Feuer der Götter geklaut hat, sozusagen genau. Das Licht, und es den Menschen geschenkt hat. Die Theorie finde ich eigentlich ganz interessant und dafür wurde er von den Göttern bestraft und steckt fest in der griechischen Mythologie an einem Stein. Und in Destiny hängt er halt über der Erde und kann auch nichts weitermachen. Die Strafe sind die Menschen, ja. Das ist natürlich dann immer aus eine Sache der Perspektive. Also für uns Menschen, für uns Hüter ist der was Gutes, für jemand anderen ist da sicherlich was Böses. Also eben, das meine ich. Ja, für uns ist das aktuell noch gut. Hochspannend. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht offenbart er auch noch sein wahres Gesicht und ist tatsächlich böse. Ich habe da jetzt überhaupt keinen Plan und auch ehrlich gesagt keine große Meinung dazu. Ich habe auf jeden Fall. Du musst doch nicht drauf antworten. Ich habe aber Bock auf eine dramatische Wendung und dazu, wo alle sagen, boah, krass. Ja. So, da habe ich Bock drauf und das ist das, was mir bei Destiny noch ein bisschen fehlt im Allgemeinen, diese Überraschungseffekte. So. Q, weiter im Text, weiter im Chat. Wir bleiben kreativ. Black Noir fragte vorhin, was haltet ihr davon, dass Bungie so nacheinander alles von Destiny 1 abschaltet? Also Eisenmanner Trials, das Trails gespielt. Darf ich anfangen? So. Ja, ist noch nicht fertig. Und auch den Bezahl-Content, das heißt also Emotes und so weiter, ihre Gültigkeit verlieren. Ja. Also schon aggressiv die Leute in Richtung D2 drängen. Denn aus Nostalgiegründen kann man mal nicht eben wieder eine Runde Osiris in D1 spielen, wenn D2 raus ist. Ja. So, bitte. Das ist, wenn ich anfangen darf, klar, also gerne. Die große. Die größte Befürchtung ist für mich als Gruppenadmin nach dem 11.07. das große Gejammer in der Gruppe. Mhm. Ich meine, man merkt es richtig in der Gruppe, wenn Destiny so eine Flaute hat, wo es ausgelutscht ist, bevor ein DLC kommt, die Leute sind dann so ein, zwei Wochen lang, geht's noch, aber so die dritte, vierte Woche gehen sie schon aneinander und gehen sich an die Gurgel und so. Mhm. Ich finde die größte Frechheit, dass die Bungie die Leute, die seit 3 Jahren so viel Kohle ins Spiel reinstecken, also ich habe wirklich minimalst reingesteckt, ohne die Joysticks gerechnet, bin ich so bei 300 Euro, glaube ich, in 3 Jahren. Wenn ich die Joysticks dazu rechne, sagen wir so bei 600, 700 Euro. Und ich denke mir einfach, ja, wirklich, zu viele Events gemacht. Ich kenne das, aber trotzdem. 16 Stunden lang Spindel-Event, weißt, da geht der Laufknopf kaputt. Ne? aber was ich die größte Frechheit finde, ist zum Beispiel, dass Bungie die Konsumenten einfach nicht mal vor die Wahl stellt, sondern einfach sagt, so entweder du spielst Destiny 2 oder gar nichts. Und das ist die größte Frechheit, dass man zum Beispiel sogar die Sachen, die man bezahlt hat, nicht mitnehmen kann. Da stimme ich dir zu 100% zu. Das ist so. Und was du zum Beispiel sagst wegen Nostalgiewert, wir haben schon vor 2 Wochen haben wir geredet, ach, wenn Destiny 2 so ein bisschen Alltag geworden hat, gehen wir wieder Destiny 1 machen, ein bisschen Crota machen, ein bisschen Osiris und das. Und sie nehmen das weg. Ich meine, ich gehe davon aus, dass sie es vielleicht irgendwann mal später wieder aktivieren werden oder wollen, weil sie einfach eben den ganzen Hype auf Destiny 2 konzentrieren wollen. Nur trotzdem finde ich, es ist richtig dreist von denen, dass sie den Leuten nicht mal die Wahl lassen und sagen, so, ab dem Datum hast du in Destiny 1 nichts mehr verloren. Geh, genieß den Sommer und genieß dein Leben bis September, dann ist alles vorbei. Mhm. So kommt es mir vor. Also ich finde es eine Frechheit von denen. Also das ist nicht community-like. Also nee, no go. In meinen Augen. Ja. Gehen also, wir weiter. Wenn ich als nächstes dürfte. Ja klar, leg los. Ja, hau rein. Los, komm. Okay, also ich muss sowieso, abgesehen davon, dass ich der Meinung bin, dass die bei Bungie da irgendwelche Titan-Liebhaber sind, aber das ist ein anderes Thema,
finde ich ehrlich gesagt, dass die bei Bungie ihre Community einfach nicht zu schätzen wissen, weil die eigentlich, ich weiß nicht, ob sie es merken oder ob sie einfach nur stur dämlich sind, aber sie treten ihrer Community in Anführungszeichen immer wieder in den Arsch, sei es mit irgendwelchen Patches für die Fokusse oder irgendwelche Waffenpatches, die unnötig sind. Oder allgemein dieser ganze Content, den man bezahlen muss, oder pay to win praktisch, ist es ja schon fast, ne? Fast. Ja. Das war jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ich denke, jeder hier weiß, was ich meine. Einfach dieses, ja, du musst das kaufen, das andere Spiel, also dass du praktisch gezwungen bist, das andere zu kaufen, weil du das andere gar nicht mehr spielen kannst, ne? Das ist gut vom Marketing her, weil es einfach viele machen, weil das Spiel absolut süchtig macht und viele wollen einfach wissen, wie es weitergeht. Aber gleichzeitig ist es einfach ein Tritt in den Arsch für die Leute, die vielleicht irgendwann mal zurück wollen, aber nicht können. Und selbst wenn es Leute gibt, die sagen, Destiny 2 ist scheiße, ich will wieder Destiny 1 spielen, dann können sie es einfach nicht, weil einfach dieses Wöchentliche fehlt, diese Routine, die man einfach bei Destiny 1 hatte, die gibt es da nicht mehr und das wird einfach zerstört. Nicht traurig. Stimmt. Gebe ich dir auch recht. Absolut. Q, was meinst du? Was ist deine Meinung? Ich sehe das entspannt. Also ich bin überrascht, dass die Frage offenbar so viel Backlash verursacht. Ich sehe das entspannt. Ich meine, alle Käufe, die wir getätigt haben, ob das Emotes sind oder sonst was, waren freiwillig. So, keiner hat das Messer an die Kehle gesetzt und gesagt, ey, Alter, kauf den Shit. So. Dazu kommt, es gibt andere Spiele, wo es digitale Inhalte gibt, die man mit Microtransactions kaufen kann. Und ob man das tut oder nicht, das ist einem jedem selbst überlassen. Und wenn der nächste Teil rauskommt, und nämlich Assassin's Creed 18, habe ich gehört, soll im Weltraum spielen, man metzelt Aliens und so einen Scheiß, dann kannst du mit dem Shit, den du für Assassin's Creed, was auch immer der letzte Teil war, gekauft hast, auch nichts mehr anfangen. Mhm. Also ich finde, das ist mittlerweile der normale Zyklus. Ja. Weil es das nicht nur in Destiny gibt. Ja gut, wer mitmacht, der darf sich dann einfach nicht beschweren, so, weißt du? Das ist halt so. Aber irgendwie 300 Euro in Spiel, also das war jetzt nicht auf dich, Mendes, ne? Weil du eben 300 Euro sagst, aber die Zahl fiel mir gerade ein. Aber irgendwie für 300 Euro Silber kaufen, weil man der Erste sein will, der einen schicken Kram hat, der dir aber sonst keinen Vorteil bringt, dann darf sich halt nicht beschweren, wenn es dann heißt, ja gut, aber davon hast du in Destiny 2 nichts, weil das klar ist. Mhm. Das ist offensichtlich. Also ich persönlich sehe das entspannt. Und ich weiß, wenn ich ein Spiel kaufe und da, zum Beispiel Mikrotransaktionen nutze, um mir irgendwelche optischen Sachen zu kaufen, dann weiß ich, sobald ich das Knöpfchen drücke, dass das nicht von Dauer ist. Dass ich das nicht mitnehmen kann. Ich kann es nicht ausdrucken, ich kann es mir nicht an die Wand hängen, ich kann es mir nicht um den Penis wickeln. Weil es bleibt im Spiel. Und wenn das Spiel abgedreht wird, ist es weg. Es ist weggegeben, das Geld und fertig. Genieße es, solange es dauert. Ne? Richtig, aber ich kann verstehen, guckt man sich zum Beispiel Hearthstone an, das ist einfach so mega befriedigend, sich Kartenpacks zu kaufen und die aufzumachen. wenn ich nur dran denke, habe ich das Bedürfnis, eine rauchen zu gehen. So, das ist halt cool so, weißt du? Und ich meine, Bungie ist nicht doof und die Leute sind halt manchmal doof. Und da werden eher Emotionen bedient als die Ratio, was ja auch okay ist, ja? Und es geht um das Kaufserlebnis. Und wenn die Leute daran Spaß haben, dann ist die Mission erfüllt, wie ich finde. Ja. Dass das so nicht von Dauer ist, ist jedem klar eigentlich. Ja, da fällt mir gerade so ein, es gab ja, was ja auch so einen riesigen Shitstorm teilweise ausgelöst hat, war ja dieses, dass, ich glaube, nach dem Anbruch-Event wurden so ziemlich alles, was es in Destiny gibt, konnte man in diesem Silberstaublagen, konnte man erwerben. Oder kann man erwerben. Quasi, ja. Ja, und das hat mich, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen angepisst, weil ich habe auch, mein Geld investiert, um, irgendwelche Gesten zu haben. Und am Ende des Spiels, oder nicht mal am Ende des Spiels, kann ich sie mir dann für Ingame-Währung kaufen. Dass das zum Schluss nochmal alles rausgepfeffert wird. Das Thema, was du jetzt gerade sagtest, dieses angepisst sein, weil Dinge jetzt frei verfügbar sind, für die man sich vorher anstrengen musste, das passt gleich auch noch zum anderen Thema, auf das wir, da würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen, aufs Abschlussthema. Da passt es nämlich auch genau. Q, wie weit warst du durch mit deiner Sache gerade? Meine Enter-Tasten wollen nicht gehen. Wenn ich was in den Chat schreiben will, dann muss ich draufklicken. Super ätzend. Nein, ich habe hier schon noch Fragen, aber die werden halt teilweise richtig krass. Also
Also, Jigsaw hat eben eine Frage gestellt, die ich schon ziemlich krass finde, aber ich kann halt da eine halbe Stunde vorlesen, aber einen Moment. Glaubt ihr, dass Bungie mit dem Potenzial, was die Geschichte angeht, umgehen kann und unseren Wissensdurst stillen kann? Jetzt, wo man erfahren hat, dass die fremde Exo nicht mehr auftaucht und auf die Dunkelheit erstmal nicht mehr eingegangen wird, habe ich das Gefühl, dass Bungie total überfordert ist mit den Möglichkeiten, die die Story bietet. Das ist eine sehr gute Frage, Micha, ist halt hart. Micha, die gebe ich mal an dich. Wenn es okay ist. Ja, also Destiny's Geschichte ist absolut vielseitig, die ist absolut riesig, egal in welche Richtung man schießt, ob es in Richtung Dunkelheit ist oder Richtung Reisender oder Richtung Rasputin, man hat dort sehr, sehr viel zu erzählen und zum Beispiel die Exodame, es ist klar für uns, okay, ja, wer ist das, man hat den Wissensdurst, das zu erfahren, aber Bungie hat einfach von Anfang an nicht damit gerechnet, dass das so spannend sein wird, diese Person. Und hat der überhaupt keine Hintergrundgeschichte gegeben. Und sie sich jetzt hinterher auszudenken und wie in Destiny 2 zu integrieren, hat halt einfach nicht funktioniert. Also es hätte von, also wie Sie sagen, keinen Sinn ergeben. Und daher wird sie auch halt einfach nicht mehr auftauchen. Und vorerst konzentrieren wir uns in Destiny 2 halt auf das Licht, auf die Kabale, dann irgendwie auf Osiris. Genauso eine Richtung ist auch noch Osiris. Was hat mit dem es auf sich? Dann ist Rasputin auch nochmal ein Riesenthema. Ja, da ist erstmal gar kein Platz für die Dunkelheit. Das würde einfach insgesamt den Rahmen sprengen. Das ist aber erstmal das erste Jahr von Destiny 2. Ne? Wir kennen es aus Teil 1, wir haben 3 Jahre hinter uns und sagt ja keiner, dass in Jahr 2 vielleicht doch die Dunkelheit auftaucht. Und da wir wieder ein Riesenkapitel vor uns haben, wo wir dann durch die Geschichte durcharbeiten können. Das ist ja bei Destiny 1 leider so gewesen, dass da die Story umgearbeitet werden musste, weil der Storywriter da Faxen gemacht hat und gesagt hat, wir dürfen meine Story nicht mehr verwenden. Da mussten die halt alles rauskürzen, alles in Grimoire-Karten reinstecken. Ja, so haben wir das Produkt bekommen. Story macht absolut keinen Sinn. Destiny 2 ist das jetzt anders. Wir werden da halt wirklich eine fertige Story kriegen. Und daher denke ich schon, dass wir da im Vergleich zu Destiny 1 auf jeden Fall deutliche Verbesserungen sehen. Ob sie jetzt den Wissen nur fehlt, ne, das ist natürlich immer eine objektive Frage. Meinst du denn, Micha, ganz ehrlich, dass sich die Story wie so ein Puzzle irgendwie zusammensetzt mit der Zeit? Oder meinst du das, was wir als Bruchstücke, als Scherbenhaufen im Prinzip in Destiny 1 bekommen haben, was nicht wirklich eine Storyline hatte, eine schlüssige zumindest nicht, dass sich das im Nachgang über Destiny 2 und möglicherweise über Destiny 3 nochmal zusammenfindet und ein Gesamtbild ergibt? Ja, ich denke mal schon, dass sie darauf auch hinausarbeiten werden, dass man dann am Ende sozusagen aus den ganzen alten Stories, wenn man das alles schön mitverfolgt hat und das alles, sage ich mal, auf dem Bildschirm hat, dass man da so die Parallelen zwischenfindet. Natürlich wird jetzt Osiris, der Warlock, nicht viel mit der Dunkelheit an sich haben oder zu tun haben oder überhaupt mit der irgendwie in Berührung gekommen sein, weil er einfach für einen anderen Teil der Story sozusagen zuständig ist. Also so eine Art Nebenstory meinst du, ja? So eine kleine Nebengeschichte. Genau, es gibt halt sehr viele Nebenstories. Okay. Und die werden schon irgendwie untereinander auch Sinn ergeben, so zeitlich gesehen und auch von Aktionen, also von Ereignissen, die im Destiny-Universum passiert sind, dass da irgendwie so Zusammenhänge sind. Wir wissen zum Beispiel hier die Königin aus dem Riff, die Erwachten sozusagen hütet, die hat auf einmal was mit der Dunkelheit zu tun gehabt und sie kommt dann, also sie hatte da ihren Kampf gegen Oryx gehabt, da hatte man schon mal so kleine Überschneidungen der verschiedenen Storylines sozusagen. Die Siva kommt auch wieder zurück, wobei Siva einfach eine komplett Nebenstory war. Irgendwie schon. Auch wieder unten eingearbeitet. Da bin ich auch gespannt, wie sie das einbringen wollen. Also ich denke schon, dass Bungie da auch dahin arbeiten möchte, dass sich alles irgendwie zusammenfügt und man da gemeinsam ein großes Bild am Ende hat, sozusagen. Also ich glaube, diesem umfassenden Blick von Micha, also wenn da jetzt nicht jemand was Dramatisches hinzuzufügen hat, ist das schon eine runde Aussage gewesen, oder? Kann man so unterschreiben, oder? Oder hat noch jemand einen Zusatz in der Situation? Sonst würden wir nämlich zur nächsten Frage weitergehen und Q, ganz ehrlich, dann so langsam Richtung Schlussthema kommen, wenn es okay ist. Also ich habe jetzt auch erstmal nur noch eine Frage, mal abgesehen von Space Panzer, der jetzt schon öfters gefragt hat, könnt ihr nicht auf der PlayStation eine Destiny-Community machen, weil nicht jeder hat Facebook? Na, man muss sich für einen Kanal, finde ich, entscheiden. Dem die meisten zuständig sind. Ich finde es schwer zu koordinieren. Bei mir ist es ganz, ganz einfach. Ich versuche, einen Clan aufzubauen. Der eine, den kriege ich nur über PSN, den anderen kriege ich nur über WhatsApp, den anderen nur über Facebook. Ja. Dann will der eine seine Handynummer nicht geben.
Das ist unglaublich schwer, sowas im Zaum zu halten. Sicherlich mal. Besorgt euch alle Discord. So, alles gut. Ende aus, Banane, fertig. Punkt. Discord. Discord ist das Zauberwort. Facebook dürfen wir nicht vergessen, sonst hat der Mirnes bald nichts mehr zu checken. Genau. Bungie.net hat auch genug LFG-Features, wenn es darum geht. Und im Zweifel lernt man Leute kennen, wenn man zum Beispiel sich YouTube-Videos anguckt und die Kommentarsektion liest und Leute findet, die mit einem auf einer Wellenlänge sind. Oder indem man auf Twitch unterwegs ist und durch Streams so strauchelt. Genau. So, jetzt das ist halt der einfachste Weg. Ja, natürlich, natürlich. Genau. Q, bitte. Zumal dann merkt man auch, dass es menschlich passt, weil das will man ja hoffentlich. Und nicht nur in den schnelle Befriedigung, sondern den schnellen Loop. Mit ein bisschen Dauer, verstehst du? Das ist ja auch so ernsthaft. So, Achtung, einfache Frage, aber ist wichtig. Frage an uns alle. Bleibt ihr bei Destiny 2 auf der PS4 oder auch PC? Und wenn ja, habt ihr keine Angst, dass am PC nur gecheatet wird? PS4, ganz cool. Klar. Ich würde mir am PC die Knochen brechen, glaube ich, wenn ich mit Tastatur und Maus spielen würde. Und wenn ich mit Controller spiele, dann bleibe ich wie seit 20 Jahren schon meiner PlayStation treu. 1, 2, 3 und 4 alles gespielt. Das ist für mich alternativ. Meine längste Beziehung. Beziehung. Auch gut. Ich glaube, da sind wir uns alle eigentlich einig, oder? Oder ist jetzt hier einer aus unserer Gesprächsrunde, der da auf PC wechselt? Darf ich? Ja, gerne. Pio, bitte. Naja, wechseln ist das falsche Wort, aber ich werde definitiv die PC-Version kaufen. Okay. Und ich werde auch auf dem PC spielen. dadurch. Ja, bitte hasst mich nicht. Ich habe auch. Ja, ich, im Gegensatz zu Helly habe ich keine roten Haare, also chillt bitte. Hallo. es geht darum. Ich streame jeden Tag mindestens 5 Stunden am Stück Destiny. So. Das heißt, spätestens Mittwoch oder Donnerstag, weil Dienstag ist Reset, wird es ein bisschen trocken. So, ich bin persönlich nicht so der mega Osiris-Spieler. Ja, ich spiele das ab und zu mal aus Spaß, kriege aber in der Regel die Eier von irgendwelchen Spastis ins Gesicht gedrückt. Herzlichen Dank dafür übrigens. Das ist nicht so unterhaltsam. So, und dann gibt es eben Leute, es gibt halt kein Cross-Platform-Play. So. Das heißt, es sind Leute in meinem Chat, die sagen, ey, schade, ich würde gerne mitzocken, aber du hast eine Xbox. Und dann hast du da mit einem schon über 15 Monate gesprochen in deinem Chat. Und denkst, ey, das ist ein cooler Dude, mit dem würde ich gerne mal zocken. Und dann stellt sich raus, der hat nur eine Xbox. Fuck! Ja, sitze da. Mhm. Und dazu kommt eben, ich muss zugeben, ich hoffe, ihr hasst mich dafür nicht, ich sehe das so ein bisschen wirtschaftlich. Auch. Im September wird zumindest hier auf Twitch das Directory geflutet mit jungen, willigen PC-Spielern. Hoffentlich nicht allzu jung, aber umso williger. Die man vielleicht irgendwie abholen muss. Sicherlich für uns ist es alle ein relativer Neuanfang. Aber ich persönlich fände das für mich gut, zumal ich die Technik habe, die hier nur zum Stream benutzt wird und vor sich hin rostet quasi, alle so ein bisschen einzufangen. Ja, das ist einfacher, eine Community aufzubauen, in Anführungsstriche, oder Kontakte zu knüpfen, indem man mit den Leuten auch mal zocken kann. Stimmt. Ja. Gut, das kann ich. Das ist ein bisschen einfacher. Absolut nachvollziehbar. Also das ist ein Argument, klar, aber ich müsste mir in dem Fall, brauche mich nicht rechtfertigen, aber aus meiner Sicht, ich müsste mir einen Gaming-PC kaufen. Allein der Aufwand, das zu betreiben und der finanzielle Aufwand wäre mir persönlich so, wenn du die Hardware hast, hey, so what, auf jeden Fall. Ich habe auch schon mal überlegt, klar. Und das sage ich aber hinter vorgehaltener Hand, mir eine Xbox zu kaufen. Jetzt muss ich gucken, dass von hinten keine Schelle von meiner Perle kommt. Aber ich habe es schnell wieder verworfen, weil da einfach die Community nicht so breit aufgestellt ist wie bei der PS4. Punkt, aus Feierabend. Leider nicht. So, das ist halt bei mir so die Intention. Ich kann deinen Gedankengang auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Also ich werde primär auf der PS4 bleiben, um Gottes Willen. Mich bringt da nichts von weg. Wehe, wenn nicht. Das stimmt. Wo kann ich sonst so viel Geld im Jahr ausgeben für Peripherie wie auf der PS4? So Tastatur und Maus würde so lange halten, aber andauernd neue Controller, hier Scuff-Shit, Control-Freaks und so. Macht euch das ist schön. Ich muss mal ganz kurz was klarstellen. Ganz ehrlich, es war und wird auch nicht vorkommen, dass ich mir eine Xbox kaufe, bevor mir jetzt meine Leute, die mich lieb gewonnen haben auf der PS4, die Pistole auf die Brust setzen und mir sagen, wir kennen dich da nicht mehr. Also mach euch keine Sorgen. Ich bin froh für jeden Einzelnen. Das hätte ich jetzt an deiner Stelle auch gesagt. Ja, das muss ja keiner witzen. Ganz klare Schutzbehauptung. So, Scherz beiseite.
Du hattest eben noch eine Frage von Made in Tirol, ne? Von Mikey. Ja, genau. Da ging es um die neue Sache, die im Prinzip auch im, das Endthema sein sollte. Auch genau. Das eher was für uns Twitch-Boys ist. Ja, gut, der Venero, also der Micha ist ja auch auf Twitch, der Monte zockt auch hier, der Mirnes, und der Rusty auch. Also von daher sind ja eigentlich auch 5 Leute, die einen Twitch-Kanal haben. Followerzahl ist ja. Ja, dann einfach. Wir haben ja gelernt, dass die Followerzahl da vollkommen unerheblich ist. So, bitte jetzt zu dir und der Frage von Mason Tirol. Genau, ich würde erst die Frage stellen und dann würde ich kurz ausholen, was passiert ist, falls es irgendwen sonst interessiert, gerne. Außer die Leute, die es schon wissen. Mach das. So Leute, Frage quasi Quantigatelli the Hell. Was haltet ihr von dem Twitch-Projekt mit der Mini-Partnerschaft? Twitch-Abzocke oder Unterstützung für die kleineren Streamer? So, kurz zum Ausholen, damit jeder weiß, worum es geht. Seit gestern Abend gibt es auch für Nicht-Partner-Sub-Buttons. Also wenn ihr das sehen könnt, dann hat Helly einen Sub-Button. So, das war bis gestern Abend nicht vorstellbar, ohne ständig so einen View-Account zu haben wie jetzt, was sehr schön ist. Und im Zweifel auch noch irgendwie, weiß ich nicht, das Vierfache an Followern. Das war vorher nicht möglich. Dieses Affiliate-Programm ist eine abgespeckte Version der Partnerschaft. Es hat nicht alle Vorteile. Wir verdienen nichts an der Werbung zum Beispiel. Wir haben den normalen Viewer-Support und nicht diesen mega Twitch-Turbo-Super-Support, der deutlich schneller ist, aber eben auch Geld kostet. Es gibt nur ein bzw. 3 Emotes pro Channel. Es gibt noch 1000 Sachen nicht, aber es gibt noch ein paar Unterschiede, die das quasi zu einer Partnerschaft light machen. Und die Frage war eben, ob wir das für eine coole Nummer halten oder ob das. Abzocke ist ein schweres Wort, ein starkes Wort vor allem, ob das Abzocke durch Twitch ist. Also, ich hatte das Thema, gestern habe ich mich total gehypt gefühlt. Muss ich jetzt aus der eigenen Situation gestern, als du auch im Stream warst. Der Stream ist ja weniger rund gelaufen als der heute wegen den Problemen. Und ich hatte schon gedacht, hier geht alles den Bach runter. Egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war gestern super gehypt. Du warst im Stream. Du hast mir meinen ersten Sub verschafft, was mich sehr gefreut hat. Danke da nochmal für. Aber mit so ein bisschen Abstand wollte ich das Thema heute bewusst aufgreifen. Ich habe mir hier notiert, Sub-Button, Affiliate-Programm, Fluch oder Segen. Und ich bin mittlerweile, ehrlich gesagt, schon eher in die Richtung unterwegs, dass es eher ein Fluch ist. Ich will auch ganz kurz erklären, warum das so ist. Die Kohle, die man über den Sub bekommt, geht zu 50% an Twitch. Die 2,50 Euro, ich rede jetzt mal von 5 Euro, wenn es auch nur 4,99 Euro sind, aber ich sage mal 5 Euro, gehen 2,50 Euro an den Streamer. Und dann geht noch Steuer runter. Eigentlich musst du es versteuern und somit bleiben dir vielleicht 1,90 Euro oder was. Das heißt, von den 5 Euro, die eigentlich der Zuschauer ja spendet ist das falsche Wort, aber den Kanal abonniert, um den Streamer zu unterstützen, davon geht mehr als die Hälfte weg in andere Kanäle. Und das weiß ich nicht, ob Sinn der Sache ist. Ich glaube, dass es von Twitch eine kaufmännisch gesehen interessante Geschichte ist, weil die damit eine Gewinnmaximierung erreichen, weil sie noch die Kleinen noch mit abschröpfen. Also ich abfischen. Bin... Abfischen, ja. Genau. Wenn jetzt, und mich stört's auch für die Leute, die vielleicht so ein Mühe vor der Partnerschaft stehen, sich den Arsch aufgerissen haben über Jahre. Und jetzt kommt Edgy Badgy, der Share-Button-Drücker Karl-Josef XY, und sagt, hey, geil, ich habe 51 Follower, ich habe hier einen Sub-Button. Der ist inflationär, der Sub-Button, der war früher ein Qualitätsmerkmal für Partner. Und jetzt ist er im Prinzip nichts mehr wert in meinen Augen. Ich würde mich viel mehr freuen, wenn meine Zuschauer mich unterstützen wollen finanziell, was ja eigentlich ein Abo ist, aber wenn es dann über eine Donation läuft. Da greift sich vielleicht Streamlabs ein paar Prozent ab oder Tipi-Stream oder wie auch immer, aber der Großteil landet beim Streamer selbst. Bei mir. Und deshalb finde ich die Sub-Buttons mittlerweile sowas absolut überflüssig. Bitte eure Meinung jetzt, also es ist meine Meinung. Ich fasse mich da ganz kurz, also ich gebe dir da zu 120% gebe ich dir. 100% recht. Reicht mindestens, 100% reicht. Also vor allem der Schwerpunkt, was du gesagt hast, zum Beispiel für Leute, die sich wirklich schon seit Jahren den Arsch abreißen, um diesen Knopf zu bekommen und auf einmal hat ihn jeder. Und das Negative sehe ich eben daran, wie du sagtest, dass ich sag mal so, dass ich verfolge ja
ich bin so ein Statistikmensch. Ich verfolge auch die Gruppe intensiv und andere Gruppen und so. Und man sieht ja zum Beispiel, im Jahr 1 waren ein, zwei YouTuber, ein, zwei Streamer. Im Jahr 2 waren schon 20, 30 Streamer, 10, 15 YouTuber. Jetzt im Jahr 3 sind schon 50 YouTuber und 200, 300 Streamer. Und jeder von denen hat gammelt ja irgendwo so ein bisschen herum, irgendwo bei 20, 30, 10, 40, 50 Zuschauern bis 100, 150 Zuschauern. Also sag mal so, die noch keine Partner sind, ne? Und ich glaube, da hat einfach eben Twitch die Dollarzeichen gesehen. Hey, warum soll man auch nicht bei denen, schau mal, wir sind ständig bei denen im Stream, können nichts machen, wir verdienen nicht an denen. Ne? Und so in der Art, ja, der Streamer verdient ja auch nichts an denen. Aber ich glaube eher, dass es dann nur ums Eigeninteresse geht, wie du schon gesagt hast, um von den kleinen Leuten auch nochmal die Leute abzufischen. Und es ist echt eine Frechheit, dass 2/3 des Geldes, was ein Zuschauer eben denjenigen Streamer schenkt, um ihn zu unterstützen, damit er eben qualitativer wird und besser wird und motivierter wird, weiterzumachen, dass mindestens 2/3 davon an andere Konten gehen, anstatt zu demjenigen, der sich ja auch den Arsch dafür aufreißt, dass Leute zu dem Stream kommen. Ne? Q, also ich finde es eigentlich auch eher schlecht. Q, schlecht. Deine Meinung ist mir da besonders wichtig, weil wir haben ja ich mein, wir tauschen uns ja auch sehr intensiv aus. Ne? Ja, ja. Bitte. Ein Großteil davon habt ihr im Prinzip auch gesagt, das sehe ich ähnlich so. Aber ich habe nicht so eine ganz ablehnende Meinung zu dem Sub-Button. Sicher, diese inflationäre Nummer ist ein Problem. Ja, natürlich, wenn man anfängt mit Stream und es läuft und man wächst und man hat richtig Bock. Ja, und man stellt fest, das finde ich geil, das will ich weitermachen. Und wenn ich damit eine 100er im Monat verdienen könnte, rein theoretisch, dann wäre das eine geile Nummer. So, natürlich fand ich deshalb den Sub-Button oder eine Partnerschaft finde ich deshalb interessant, natürlich. So. Mhm. Aber wie du eben sagtest, jetzt ist dieser Sub-Button eben was Inflationäres und das Pussy Slayer 69 mit 3 Zuschauern im Durchschnitt und 51 Followern jetzt ein Sub-Button. Sorry, das ist ein Synonym, wer es nicht kennt, das ist ein Synonym vom Q. Ach, der ist nicht FSK 18. Es ist ein Synonym ist für einen Wald- und Wiesen-Streamer. Ohne Reichweite. Okay, sorry, ich wollte. Ne? Naja, ohne Reichweite nicht, aber es gibt viele Leute. Ich meine, guck dir, da hat mich jetzt die Woche einer drauf gebracht. Von wegen, wenn ihr Capture Card sucht, guckt mal bitte bei eBay Kleinanzeigen. Da kriegt ihr nämlich fast nagelneue Capture Cards hinterhergeworfen, weil Leute überinvestiert haben. Mhm. Und dann festgestellt haben, habe ich keinen Bock drauf. Und davon gibt es eine Menge. Mhm. Eben. Und die haben jetzt im Zweifel einen Sub-Button. Und ich weiß nicht, ob das richtig ist. Eben Nein. aufgrund der inflationären Anstiegs. Ich verstehe eine Partnerschaft, die ich natürlich nicht habe, so wie glaube ich auch sonst keiner hier in dem Channel, wie ich das sehen kann. Das ist ein Ritterschlag. Ja? Das ist eine Adelung deiner Tätigkeit. Wobei es natürlich naiv ist zu glauben, dass es da um die Quali ging. Ja? Also ich meine, sicherlich würden wir das so verstehen, dass Twitch sagt, yo, du machst einen guten Job. Dem ist nicht so. Twitch sagt, mit dir verdienen wir Geld. Genau. Das ist die Aussage, die dahinter steht. Absolut. Aber darum geht es nun mal. Es geht ums Geld verdienen, was okay ist. So, komm mal kurz, ob Sub scheiße ist oder nicht. Ich bin kein Freund der Tiered Subs, eben wegen des 50% Cuts. Mhm. Ist ja schön, dass ein Sub irgendwie einen 10er im Monat investieren möchte, mithilfe dieses Tiered Subs, aber davon landen eben so oder so 50% bei Twitch. Das heißt, vor allem verdient Twitch daran mehr Geld. Andererseits stehe ich dem Sub-Button oder der Subscription im Allgemeinen nicht negativ gegenüber, weil dir als Streamer das einen längeren Hebel gibt. Ja. Das gibt dir einen längeren Hebel. Wenn du sagst, Twitch, pass mal auf, ich habe hier 1000 Subscriber, es wäre doch mal Zeit, dass ihr mir mal so einen verfickten lila Kapuzenpulli schickt, oder? Dann hast du damit eine das ist jetzt nur ein blödes Beispiel, aber das ist, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass da überhaupt was passiert oder dass ich an deinen Affiliate-Status eine Partnerschaft anschließt, ist mit einem höheren Subcount höher, als wenn du sagen kannst, Fall, ja, ich habe aber dafür 4 T-Shirts diesen Monat verkauft. Oder so. Gut, also, da gebe ich, geb ich dir auch recht, aber ich finde, das kann man anders machen mit dem Sub-Button. Also man hätte vielleicht die Regelung, ab wann der Sub-Button verteilt wird, ein bisschen anders aufbauen können. Die Hürde aber ist jetzt in die breite Masse zu bringen, das ist genau das, was der Rusty Q eben erzählt hat, mit den Dingen, die du früher für Geld gekauft hast, an Gesten in Destiny, im Spiel selber, kriegst du jetzt kostenlos hinterhergeschmissen. Ist vom Prinzip her dasselbe. So, du musst nichts dafür tun, da so einen Sub-Button zu haben, der früher für mich, als ich noch in den Anfängen war, immer irgendwo eine Art TÜV-Stempel für den Streamer war. Hatte der einen Sub-Button, Partner, hat der eine gewisse Qualität, der hat eine gewisse Qualität, weil er durchschnittlich 100 Zuschauer hatte in der Zeit, der hat seine Partnerschaft verdient. Er ist kein,
kein Idiot, sonst hätte der die Zuschauer nicht. Somit war das ein Qualitätssiegel. Das bleibt jetzt vollkommen aus. Du hast die Share-Button-Drücker, die, wie du eben richtig sagtest, mit drei Zuschauern im Schnitt, da rumgammeln und da, ja, genau gleichgestellt sind wie Leute, wie wir, die sich kreativ Gedanken machen, wie sie ein Programm auf die Beine stellen. Das ist das, was mich, was mich persönlich stört. 2000 Stunden mehr auf dem Buckel, so, ja, das sehe ich. Und ich kann auch verstehen, dass wiederum Partner sagen, ja, irgendwie finde ich das scheiße. Ich musste, da ist der Channel hier FSK 18? Darf ich Sachen sagen, die ich denke? Ja, ja, mach mal. Okay, wunderbar. Ey, ich musste 48 Schwänze lutschen in den anderthalb Jahren, die ich jetzt streame, um meine Partnerschaft zu kriegen. Und jetzt kriegt der Boy da nebenan, der vorgestern angefangen hat, der kriegt jetzt einen Support geschenkt. Mhm. Ich kann verstehen, dass Leute salty werden. Es gibt andererseits auch andere Flaggschiffe in der Community, also in der Twitch-Community, wie zum Beispiel Gathalion, die sagen, finde ich cool. Ist eine Chance für kleine Streamer, also für Nicht-Partner. Ihr müsst halt nur aufpassen, dass ihr euch nicht irgendwie verändert. Was ich ein bisschen komisch finde, weil es jetzt nicht so, dass ich mir einen Ferrari kaufen könnte, weil ich seit gestern Subbutton habe. Also genau. Schon so einen kleinen Matchbox und so. Aber, ja, genau. Aber es gibt ja unterschiedliche Meinungen und ich kann die in der Regel verstehen. Aber ich bin noch nicht so ganz befriedigt. Bei mir ist der Hype etwas abgeklungen, aber ich hatte heute einen sehr schönen ersten Sub-Tag. Also das habe ich mitbekommen. Das war super. Herzlichen Glückwunsch dafür. Geile Sache. Ich kann und will mich nicht beschweren, weil es ein schönes Zeichen ist. So, du reißt dir über Zeitpunkt X den Arsch auf. Man darf nicht vergessen, dass Subs eine Nummer ist, mit der du rechnen kannst. Das ist eine relativ fixe Zahl von Monat zu Monat, was Donations nicht sind. So, und im Prinzip, wir auf Twitch, wir haben ja keine andere Möglichkeit, irgendwie Trinkgeld kassieren zu können. So blöd, wie das klingt, so, aber wir werden eben nicht dafür bezahlt, wie viele Leute sich unseren Stream angucken. Micha, das Modell ist halt ein anderes. Micha sitzt so ein bisschen im Moment auf der Ersatzbank. Ich wollte ihn nochmal ins Spiel schmeißen hier, bitte. Hat jetzt schon länger nichts mehr gesagt. Wie siehst du das denn? Ja, habe ich dich geweckt, mein Freund? Habe ich dich geweckt gerade? Nein, ich hoffe nicht. Ich kann euch da natürlich zustimmen, dass man als, sage ich mal, jemand, der die Partnerschaft sich erarbeitet hat, dann das blöd findet, dass dann irgendeiner, der gerade angefangen hat, auch so einen Sub-Button hat. Allerdings, muss man so sehen, er hat zwar den Sub-Button, aber wer drückt denn bei ihm den Sub-Button? Ja. Also jemand, der drei Zuschauer hat, der wird keinen Sub kriegen. Ja, ist richtig. Ganz einfach. Klar. Und auch, was auch der Hintergedanke war bei der ganzen Partnerschaft, Twitch guckt sich an, okay, wie viele Zuschauer hat er, wie oft streamt er, ist er denn regelmäßig da? Und das ist für Twitch halt eine Voraussetzung, weil der Zuschauer, der euch abonnieren oder subben soll, Der möchte euch ja, er gibt euch das Geld im Monat, der möchte ja aber auch täglich oder jeden zweiten Tag oder halt öfters in der Woche was von euch haben. Mhm. Und einer, so zum Beispiel wie ich streame ganz selten, würde ich eine Partnerschaft haben, ich weiß, warum soll mich denn jemand bitte subben, wenn ich einmal im Monat streame? Das macht doch gar keinen Sinn, dann, dass er 5 Euro dafür ausgibt, dass er dann einmal ein Emblem, hier einmal ein Emote bei mir in den Chat reinschreiben kann, einmal im Monat. Und das ist halt so, der Mensch, der das die 5 Euro dann ausgibt, der muss dann selber wissen, okay, gebe ich jetzt für die 5 Euro für jemanden aus, den ich, sage ich mal, seit einer Woche kenne und weiß gar nicht, ob der lange streamt oder und wieso. Mhm. Oder gebe ich das irgendwo aus, wo ich jetzt jeden Tag im Stream drin bin, wo mir das Spaß macht, da zu sein, wo der Chat mir gefällt, wo mir der Streamer gefällt. Da gibt man das dann eher aus. Also da kommt eigentlich die Qualität des Streamers sowieso durch. Aber da sind wir ja wieder bei dem Punkt. Wenn diese 5 Euro, die der Zuschauer spendet, auch wirklich beim Streamer ankämen, wäre es ja eine faire Nummer. Oder dass man eine moderate Provision für Twitch, weil die Plattform zur Verfügung stellt, von 10%, 15%, 20%, da abzieht. Ist in Ordnung. Aber dem Zuschauer wird das suggeriert, $4,99, 5 Euro meinetwegen, die abonnierst du, um Quasselquantik, den Heli, Rusty Q oder wen auch immer zu unterstützen. Aber das ist falsch. Es kommt weniger als die Hälfte. Ja, gut, aber ich finde, das liegt dann in der Verantwortung des jeweiligen Streamers, das zu kommunizieren. Ja, und dafür sind wir jetzt da. Und also das ist halt jetzt auch die richtige Plattform eigentlich, um das mal klar zu machen. Ne? Jede Donation ist für den Streamer besser als ein Sub. So ein Sub, was der Q eben erzählt hatte, ist natürlich auch auf der anderen Seite ein Hebel. Und da muss der Streamer im Notfall sagen, was er lieber hat. Das ist im Prinzip. Und dafür kriegt der Trinkgeld oder der Subscriber ja nun auch ein Emote, so, weißt du? Also das ist ja schon, das ist ja, nein, das Belohnungssystem ist ein anderes.
Das ist genauso wie bei den Bits. Der Wechselkurs ist absolut beschissen, ja, gut, aber jeder, der Bits gekauft hat und die benutzt hat, der hat in den entsprechenden Channels so ein kleines Ding da vorm Namen. Ja, genauso ist es beim Sub auch. Und du kannst den wie Emotes benutzen. Es ist, da sind wir wieder bei Kauferlebnis. Gut, das stimmt. Da gebe ich dir. Das gehört dazu. Das gehört halt dazu. Weißt du, du kannst sagen, ey, guck mal, ich unterstütze Helly the Hell, während du in einem anderen Channel bist und dann Hellys Emotes darum spammst, so, weißt du? Gut, stimmt. Dazu kommt noch, dass das ja für deinen eigenen Channel eine Form von Werbung ist. Es gibt genug Leute, die ich mittlerweile kennengelernt habe, die Leute subben, weil die coole Emotes haben. Ja, gut. Ja. So, das heißt, wenn einer deiner Leute, der bei dir gesubbt ist, in einen anderen Channel geht und da deine geilen Emotes postet, die übrigens sehr schick sind, muss ich wirklich sagen. Ich habe es so vorhin auf Facebook gesehen. Dann kann das. Es gibt keine Garantie. Und wieso spreche ich in meine Webcam? Ich verstehe es nicht. Dann kann das. Ich würde dich gerne jetzt sehen, wie du Nasenspitz mit deiner Webcam bist. So ungefähr. Dann kann das Werbung für dich sein, sicherlich. Naja, nicht garantiert und so weiter, naja, aber es kann Werbung für dich sein. Es steht im Prinzip. Von daher, das ist halt alles so ein bisschen, da gibt es kein Schwarz und Weiß für mich persönlich. Das ist alles mal wieder grau. Alles ist grau. Wir sind in Deutschland, alles ist grau. Mirnes, du hast alles ja schon grau. Dich dazu geäußert. Rusty, was ist deine Meinung dazu? Wie gesagt, ich bin da wirklich geteilter Meinung. Warte mal, ich würde den Rusty jetzt nochmal mit ins Thema holen. Ja. Du hattest ja schon was dazu gesagt, zu dieser Affiliate-Geschichte. Rusty, wie ist deine Meinung? Ja, also ich kann ja nicht wirklich eine Meinung dazu sagen, weil ich gucke nicht wirklich aktiv Twitch und ich bin zurzeit auch nicht wirklich auf Twitch unterwegs, ganz einfach, weil ich das mit meinem Internet her nicht managen kann. Aber so wie ich das so mithöre, kann ich einfach nur die Meinung annehmen, dass das ein ziemlicher Arschtritt ist für die Leute, die das schon länger machen und sich, wie du selber sagst, den Arsch aufreißen, um da Partner zu werden. Und ja, das ist so meine Meinung, dass das ein Arschtritt ist. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Ja gut, also finde ich aber auch gut, dass du da jetzt dich da sehr objektiv und diplomatisch äußerst. Mirnes, du hast ja auch schon gesagt, dass es im Prinzip so auch eine schwierige Sache ist, ne? wie man es halt so sieht. Ja. Ich sag mal so, für viele Kleine wird es vielleicht eine Motivation sein, wenn er so die ersten 3-4 Subs kriegt, dann kriegt man so ein bisschen, ja, wie sagt man so, man kriegt einfach ein bisschen eine Motivation, hey, es kann ja was werden. Weil ich glaube, was vielen, vielen kleinen Twitchern am Anfang eben fehlt, ist eben dieses Selbstvertrauen oder einfach dieses Feedback, okay, du bist auf dem richtigen Weg. Ich sag mal so, wenn jetzt vielleicht einer 20, 30 Zuschauer hat und steigend, vielleicht pro Woche kriegt er 5 neue und jetzt haben ihn auf einmal 20 Leute gesubbt, das motiviert vielleicht manche Leute. Und wie gesagt, die Kehrseite der Medaille ist halt eben, dass sehr, sehr wenig bei dem Künstler ankommt, der das organisiert und wirklich viele Leute, die ich persönlich kenne, wo ich es nicht verstehen kann, die 7.000, 8.000 Follower haben und noch immer kein Partner sind, für die Leute sage ich mal so, ist es, glaube ich, so ein richtiger Schlag in den Magen gewesen. Eben, wenn man einfach diesen Vergleich nimmt, wie viel man selber Zeit investiert, in Werbung zu machen, in die Hardware, die man dafür braucht und so. Und dann sieht man, einer fängt an, hat 10 Follower und hat dieselben Rechte wie ich, obwohl ich seit 3 Jahren dabei bin. Ja, aber wenn du die beiden Kanäle nebeneinander hältst, dann siehst du schon Qualitätsunterschied und es ist dann wieder die Zuschauerzahl und die Followerzahl, die da schon richtungsweisend ist. Klar, wie Micha eben sagte, wenn er halt 10 Viewer hat, wer soll das haben, so, weißt du? Also, hast du recht, so. Genau. Die Oma, die Tante und die Mama. Ich glaube, der richtige Satz, den du gebracht hast, Q, ist einfach, dass alles eine graue Zone ist. Du kannst aber, glaube ich, noch, du hast dich ja mit dem Thema schon ein bisschen intensiver beschäftigt als ich, das muss ich auch gerne zugeben. Wie sind denn die Zahlungsziele bei Twitch? Da hast du heute, glaube ich, im Chat, im Stream selber mal was zu gesagt und da ist ja auch nochmal, das Geld ist nicht am nächsten Tag auf deinem Konto, ne? Ja, genau, es ist so, auf Twitch und das hat, oder ich will noch mal ganz kurz was zu diesem Affiliate-Programm als solchem sagen und dann darauf eingehen. Okay. Ich fand halt, Affiliate zu werden, auch wenn diese Bit-Nummer eigentlich scheiße war vor 2 Monaten, weil die Wechselkurse in Deutschland sind nicht gut. Ja, irgendwie 1,40 € auszugeben für 100 Bits, die den Gegenwert haben von einem Euro, ja, da sind wir wieder bei Cuts und Shares. Ist halt so, gut, fein. Aber trotzdem war das für mich irgendwie eine Bestätigung, dass das, was ich tue, vielleicht nicht verkehrt ist. Dann habe ich allerdings gelesen, was die Anforderungen sind, um in das Affiliate-Programm aufgenommen zu werden. Und dann war das wieder andersrum. Aber gut, okay, fein. Ja, es ist so, dass es wird, Twitch behält das Geld, das du
in Anführungsstrichen verdienst durch Subs oder Bits. Donations sind ausgeklammert, weil das in der Regel über einen Drittanbieter geht. Genau. Hänger. Hänger. Du musst, genau, du musst erstmal 100 Euro oder 100 Dollar voll machen auf deinem Konto. So. Durch Bits oder Subs oder durch Spieleverkäufe. Und da weiß ich nicht, wie das funktioniert, ist mir auch Wurst. Und dann ab dem Monat, in dem du 100 Dollar erreicht hast bzw. überschritten hast, dauert es 60 Tage bis zur Auszahlung. Das heißt, die Subs, die ich heute liebenswerterweise erhalten habe an meinem ersten echten Tag der Subscription, das kriege ich halt im, was haben wir, Juli, August, oh, September, ne? Ja, genau zum Release, perfekt. Ja, wenn du die 100 Dollar voll machst, kann ich, ne? Kann ich mir gleich neue Control Freaks kaufen, geil. Ja, und das ist dann halt auch nochmal so ein bisschen die Kehrseite. Also es ist also so, ich finde, das ist nicht so ganz zu Ende gedacht. Von Twitch natürlich für sich super, die Kohle fließt, man hat es direkt im Portemonnaie und muss dann die Leute erst 2-3 Monate später bezahlen. Geschweige denn, dass die kleineren Streamer überhaupt in den Genuss kommen, irgendwann dieses Jahr noch die 100-Dollar-Marke zu knacken. Das kommt ja auch noch dazu. Du freust dich wie Hulle über einen Sub-Button, machst jetzt hier die ganzen Verträge und diese ganzen Formulare, die ja auch nicht wenig Aufwand sind. So, und dann, was dann? Aber diese Informationen stehen bereit. Das also stimmt. Das mit diesem Zahlungsziel und so weiter, das wusste ich schon, als das damals mit dem Affiliate losging, weil man konnte das lesen. Also ich bin ein erwachsener Mann. Ja, klar. So, und wenn mir die Möglichkeit versprochen wird, Geld zu verdienen, dann will ich wissen, wann habe ich das? Mhm. Also das war so mit einer der ersten Sachen, die ich halt gelesen habe, diese Zahlzielsachen. Von daher hat mich das nicht überrascht. Wären wir in zinsgünstigeren Zeiten, dann könnte ich sogar nachvollziehen. Ja, ich meine, dann verdient Twitch halt doppelt dran. Herzlichen Glückwunsch. Andererseits senkt es für die den Aufwand. Bla bla bla. Internationale Überweisung, Rababa. Schwieriges Thema. Aber Black Noir, ich muss mal ganz kurz auf deinen Post, den sehe ich gerade mit einem Auge im Chat. Du hast natürlich recht. Für Twitch ist das von Twitch total zu Ende gegangen. Aber nicht für uns Streamer. Das meinte ich eben. Also ich bin kein Streamer, ich bin Unterhalter. Um das nochmal klar zu stellen. Aber wie viele, ich finde halt mittlerweile diesen Stimmungsumschwung schon wieder interessant. Viele Leute sagen, oh, ein Sub-Button wäre voll geil, so Partnerschaft voll geil. Und jetzt sagen alle, oh fuck, ey. Was? Ja, weil es inflationär ist. Das ist der Punkt. Ja, schon. Das macht nichts mehr Besonderes. Ne? Und ich würde fast behaupten, ne? Ja, und ich würde fast sagen, von wegen, es geht um Geld verdienen für Twitch. Ich würde das nur bedingt bejahen. Weil die Anzahl der Subs ist endlich auf Twitch. Klar. Und nur weil es jetzt 18 mal mehr Menschen gibt, die man subben kann, im Vergleich zu dem vorher relativ kleinen Anteil an Partnern, wird nicht die Anzahl der insgesamten Subs explodieren. Die werden sich verlagern. Sicher wird es vielleicht Zuwächse geben, aber es wird sich vor allem werden sich die Subs verlagern. Aber es wird nicht jetzt von einer Million Subs im Monat auf 12 Millionen oder auch nur auf 2 Millionen steigen, ja, was jetzt nur eine blöde Zahl ist. Ich kenne sie nicht. Von daher, der Twitch will eine Kohle machen Aspekt, den mag ich nicht so unterschreiben, ehrlich gesagt. Ja, den mag ich nicht so unterschreiben. Ein Stück weit schon. Also du wirst merken, also die werden merken, dass sie auf jeden Fall einen Effekt da drin haben. Aber du hast recht, es verlagert sich. Gebe ich dir zu 100% recht. Aber du wirst auch merken, dass es immer mehr Werbung gibt, hier, lasst mal, ich habe jetzt Sub-Button, lass mal einen Sub da, oder kann mir mal gerade mal schnell einer Emotes machen und so weiter. Ich hatte heute genügend Anfragen und auch Posts in Twitch-Gruppen gesehen, wo sie nahezu gebettelt haben, bitte, bitte, mach mir einen Emote. Du musst einfach ein Bild, ein quadratisches Bild nehmen und das mit einem Bildbearbeitungsprogramm auf 28x28 Pixel verkleinern. Das ist kein fucking Problem, das ist kein Riesenaufwand, das kann im Prinzip jeder, der sich mal ein bisschen dran setzt. Die schieben aber alle Panik. Außer mir, ja, du kannst das auch. Sogar ich habe es heute geschafft, als zwei linke Hände. So, Fakt ist, dass da jetzt hier alle einen Stress schieben und oder vielen Stress schieben, da möglichst schnell an alles dran zu kommen. Und ich habe Angst, dass es auch noch ein bisschen in Abzocke endet, weil dann Leute dabei sind, die auch richtig Geld dafür ein paar Emotes bezahlen, die sie nie wieder refinanziert bekommen. Also du bezahlst durchaus 25 Euro für ein Emote, für eins. Siehste? Ich weiß nicht, was momentan die Preise sind, aber sowas habe ich schon des Öfteren gesehen. Oder 25 Dollar für 25 bis 50 Euro habe ich schon gehört, die Preise. Ja, genau.
Okay, also ich kenne einen, der lebt komplett nur von Emotes machen für Twitch-Leute. Geil. Das ist doch ein geiler Job, oder? Ich mach das neidisch, muss ich sagen. Ich finde das ein geiler Job. Auch, also. Mann. So, ja, aber ich sag dir ganz ehrlich, für Leute, die sich das leisten können, wo sich das mit den Subs auch wieder refinanziert, ist das ja alles schön und gut. Aber jetzt sind die Leute, wie du eben sagtest, die mit drei Zuschauern da rumhantieren, die kriegen zwei Subs im Monat, die haben 5 Euro Brot, 5 Euro in der Tasche, da geht Steuer ab, dann haben sie vielleicht 3,80 Euro oder 3,90 Euro und davon sollen sie für 25 Euro Subs holen, Emotes kaufen. Ja, gut, das ist das, was sollen es relativ, aber über diese moralische Blutgrätsche, um das Wort mal wieder einzuführen, das musst du ja nicht, die musst du ja nicht anstellen als jemand, der selber Emotes baut für Leute und die das kauft. Hast du recht, wo eine Nachfrage ist, ist auch ein Geschäft. Punkt. Ganz genau. Das macht jeder freiwillig, da bin ich ja vollkommen bei dir. Ich meine, wir sind beide Kaufleute, weiß, und wissen, wie es funktioniert. Aber wollen wir noch irgendwie über was anderes sprechen, weil ich habe gerade gelesen von Mond und ich gebe dir absolut recht, die armen Gäste. Ja, stimmt. Mond hat recht. Mond ist aber auch fürchterlich empathisch, das muss man dazu sagen. Kann sowas spüren. Okay, sorry, wir haben jetzt das Ruder doch ein bisschen sehr an uns gerissen. Ich nehme es als Kritik an, ich werde mich bessern. Das sind Emotionen. Ja, das sind halt Dinge, die mich halt persönlich auch bewegen und das, wir lernen noch. So, wollen wir noch 5 Fragen aus dem Stream beantworten und dann so langsam gegen Ende, also zum Ende kommen? Also Fragen gibt's an die Gäste? Gibt es noch Fragen, die nicht lauten, ey, wie kann ich denn mit dir mal eine Partnerschaft auf YouTube starten? Genau. Oder vielleicht, wie bekommt man am schnellsten Follower? Oder ist Destiny noch das Thema? Was ist das für eine scheiß Frage, Black? Nein, das finde ich Per Followboard, ja, Tim hat es klar. Also ich würde jetzt sagen, wir schauen mal, ob vielleicht noch 1-2 Fragen reinkommen. Falls nicht, würde ich das dann so langsam auch zum Ende bringen. Also wir haben jetzt Gesprächszeit netto über 1,5 Stunden, was für die erste Sendung schon deutlich mehr ist, als ich gedacht habe. Und es war nicht einmal Leerlauf. Das fand ich schon sehr, sehr gut und sehr, sehr spannend von allen. Und Frage an Venero. Was, Mond, echt jetzt? Ja. Nee, Mond ist... Noch, frag. Voll das Arschloch. Okay, Mondenwelt hat gefragt, die ich eben noch über den grünen Klee gelobt habe. Kannst du deinen letzten Satz in den Videos weglassen? Ob man einen Schwächel lassen soll oder was? Ja, was sagst du denn da immer? Ich weiß das was, gar nicht. Was ist denn? Irgendwas mit Brüsten offenbar? So aus Frauensicht gruselt mich das immer, sagt sie. Was sagst du denn? Jetzt pack es aus, Junge. Ich sag immer am Ende der Video und lass sie mal schön schwingen. Oh, wieso, Mond? Das steht dir doch auch frei. Genau. Okay, da brauchst du doch als Frau jetzt nicht irgendwie, also das ist doch völlig unspezifisch. Ich weiß nicht, es gab auch schon welche, die haben kommentiert, was ich denn damit eigentlich meine. Ich meine jetzt nicht in dem direkten Sinne, man soll sein Ding da unten schwingen lassen, sondern einfach im Sinne, man soll sich dann chillen einfach. Locker durch die Hose atmen. Alter, da kommen einfach mal das Leben entspannt sehen. Ich persönlich finde gerade, da kommen mega gute Fragen rein, was mega stark ist. Ja, let's go. Also jetzt so richtig weiter. Gute Fragen. Riddler fragt, wie startet ihr Destiny 2? Schnell alles erreichen oder Story wirken lassen und alles erkunden? Ich finde das eine gute Frage. Das ist eine richtig geile Frage. Schnelle Befriedigung oder langsam und genießen? Nee. Schön langsam mit den besten Leuten genießen, durchlaufen, wie damals. Also nicht mit den besten, was Spielskill angeht, sondern mit den Leuten, mit denen man am chilligsten eine Zeit hat in einem Spiel. Klingt herrlich. Ja, also so würde ich es auch machen. Ich habe damals... ich komme ja eigentlich aus dem PvE. PvP ist ja aufgrund auch meines Alters und der schlechten Reaktion nicht gerade stark. Also PvE. Ich muss mir kurz die Tränen wegwischen. Ja, ich habe ja auch eine Tränenvase unten stehen aus Selbstmitleid und ich bin der Realist. So, und PvE hat mich immer gefesselt, weil du immer im Dreierteam wirklich oder auch im Sechserteam bei Raids
schöne Stunden verbracht hast. Und wenn es nur mal lustig war, und wir haben auch, ich habe einen zweiten Account noch gemacht, den habe ich noch dreimal durch die ganze Story gehauen, und zwar nicht gerusht. Ich habe es immer wieder aufs Neue genossen. Ich denke zum Beispiel an Schwarzen Garten, wo du gegen die drei Statuen kämpfst. Diese Atmosphäre ist einfach geil. So, und das will ich nicht einfach durch Rushen, Level Rushen und so weiter mir selbst versauen. Weil das ist letztlich das, was man am Spiel genießen kann. Und mich nerven dann halt auch immer so diese Lichtlevel und Level gepusht. Das ist nicht meins. Was halt schnell alles haben und dann nach einer Woche sagen, so ein Scheißspiel. Genau. Mann. Ja, genau. Ich habe alles gemacht, es gibt nichts mehr zu tun. Ja. Was? Echt jetzt? So eine Überraschung. Rusty, wie sieht's bei dir aus? Wie gehst du ans Game ran? An Destiny 2? Das ist eine gute Frage. Also, da ich ja hauptsächlich PvPler bin, ich dem ganzen PvP-Modus in Destiny 2 so ein bisschen skeptisch gegenüber sehe, weiß ich es nicht genau. Also, ich habe mir Destiny 2, muss ich sagen, hauptsächlich wegen der Story vorbestellt, weil das dieses ganze Katastrophenszenario gefällt mir sehr. Aber im Großen und Ganzen denke ich, dass ich sowieso irgendwann wieder im PvP landen werde, auch wenn es nicht gefällt. Und das den PvP-Modus trotzdem spielen werde, auch wenn er mich abfragt, weil das ist jetzt so und ich denke, dass wir da auch so bleiben. Okay. Ja. Q, kann ich dazu nicht sagen. Q, was machst du? Q, was machst du? Ich könnte Rapper werden. Oder? Ich chill hier gerade. Also auch langsam und gefühlvoll, weil eben genau aus der Nummer. Ich meine, wir werden hoffentlich genug Zeit mit Destiny 2 verbringen. Hoffentlich. So, und ob ich jetzt den Raid irgendwie direkt am Tag des Releases spielen werde, was ich ohnehin bezweifle, oder drei Tage später, ist mir persönlich Wumpe. Mhm. Ja, das erste Osiris, da muss ich auch nicht am Start sein. Ich habe Zeit. Ich habe Zeit. So, und ich habe einen Stream, der mir über die Schulter guckt und sich hoffentlich spoilern lässt oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und man will ja auch was mitkriegen, weil sonst geht einem das am Ende so wie bei mir, bei vielen anderen Spielen, wo ich nicht so wirklich aufgepasst habe, einfach so durch, so, weißt du, ein bisschen rumgedrückt. Hauptsache du hast was zu tun, so, ne? Egal. So, und dann hast du jeden Dialog weggeklickt und am Ende wunderst du dich, ach scheiße, worum geht's hier eigentlich? Das mag ich nicht, so, weißt du, das, ich weiß nicht, deshalb lieber gefühlvoll, langsam. Micha, wie machst du's? Oh, ich habe eigentlich gar keine Wahl dazu. Also ich bin eigentlich dazu gedrungen, schon einfach schnell durch, um dazu schnell Videos zu machen. Also mir bleibt da gar keine Wahl, das Ganze langsam und genüsslich zu machen. Verstehe. Ich mache das, habe ich bisher auch bei Haus der Wölfe so gemacht. Ich spiele danach dann, wenn, sage ich mal, der große Hype und der Videoandrang erstmal runtergeschraubt ist, ich spiele dann nochmal mit dem zweiten Charakter das nochmal langsam durch und höre mir auch da mal an, was da passiert. Ansonsten vorher da nur schnell durch, okay, dazu muss ich jetzt schnell ein Video machen. Ich kann da absolut gar nicht irgendwie mal anhalten, weil einfach die Konkurrenz sonst ein Video macht, dann bleibe ich halt einfach als YouTuber die Aufgabe halt komplett auf der Strecke. Ja, okay, verstehe. Ich kann das leider gar nicht. Das ist noch ein Riesendruck, also ich freue mich eigentlich gar nicht auf Destiny 2. Ja, ehrliche Worte, ehrliche Worte. Da gebe ich ihm wirklich völlig recht. Darum habe ich im Jahr 2 zum Beispiel mit Videos drehen aufgehört, weil wie er sagt, bis du von der Arbeit nach Hause kommst und dich mal hinsetzen willst, sind schon 30 Videos da. Und du denkst dir, ja, soll ich jetzt ein Video machen oder nicht? Also wie er sagt, das ist wirklich für einen YouTuber, der immer up to date sein will, das ist wirklich ein Riesendruck. Dann habe ich gesagt, im Jahr 2, in Destiny 2, werde ich trotzdem wieder anfangen mit Videos drehen, aber ich werde auf keinen Fall so Erklärbär-Videos machen oder so. Einfach nur so Gameplay-Videos. Also einfach nur so Gameplay einklatschen, wie jetzt irgendein Raid gemacht worden ist oder so. Das erklären und so überlasse ich anderen. Weil, wie er sagt, es ist wirklich ein zu hoher Druck und ich habe das sein gelassen, weil du kommst nicht zurecht mit deinem Real Life und ständig, dass du unter den Ersten bist, die ein Video posten. Das ist echt hardcore. Wenn ich da kurz reingrätschen kann. Gerne. Blut, Grätsche, Achtung. Grätsche! Okay, ja, jetzt kommt. Das wäre noch für mich viele schlaflose Nächte sein kann. Ja. Der ganze ist wenig. Ja, anfangs hatte man ja auch, jetzt für mich gerade, als ich gestartet habe, man muss ja anfangs so ein Konzept haben, wo will ich genau hin, in welche Richtung. Da bieten sich ja endlos Möglichkeiten eigentlich. Und für mich dann halt anfangs auch zur Debatte, ob ich so News-Content mache,
Aber ich habe dann von mir aus gesagt, nein, da gibt es schon genug YouTuber, auch gerade größere, ich nenne, sag jetzt mal ZeroTV oder Nexos oder auch VeneroTV, da brauche ich gar nicht mithalten und zweitens schaffe ich es gar nicht, anhand von meinem fehlenden Equipment immer up to date zu sein und die Videos schnell rauszubringen, weswegen ich nicht, wie nennt man das jetzt, mit den anderen konkurrieren kann. Darum habe ich jetzt größtenteils erstmal den Unterhaltungskontent gewählt und da kann man natürlich auch, dann bieten einem natürlich auch so kreative Freiheiten, hat man da natürlich auch so und Unterhaltung kommt meistens auch gut an. Mhm. Ja. Keine Angst, Helly, du guckst gerade so mega gespannt auf deinen Bildschirm, ich wollte nur Aragorn ärgern, mach weiter. Ja, alles klar, ich habe gedacht, er hätte Beef. Ich mag doch keinen Beef, ey. Sonst hätte ich ja andere Themen aufgezogen, wenn ich hätte Beef haben. Ich esse nur Schweinefleisch. Kio, was hast du noch aus dem Chat? Ich habe noch eine mega starke Frage, die vielleicht, und dann gehen wir wieder zurück auf die Community. Darf ich kurz einhaken? Die Frage würde ich jetzt auch mitnehmen und dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ja. Ist auch eine gute Frage. Ich muss sie nur irgendwo anders hinkopieren, damit ich die überhaupt lesen kann. Alles klar. Also die letzte Frage jetzt aus dem Chat, liebe Leute. Also es ging eigentlich um Stream, aber ich finde, das ist auf jeder Plattform eine angebrachte Frage. Mhm. Und zwar, ein Moment, bla 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 bla, so jetzt. Von Noah, ich weiß nicht, wie man deinen Namen ausspricht. X-Noah-Aim oder so, genau. Noah-Aim, das ist der Tim. Euch, ja, alles klar. Okay. Ach, Noah-Aim? Ja, Noah-Aim. Das heißt Noah-Aim? Yay! Oh shit! Das ist mega offensichtlich, natürlich. Ah, damn it! Und ich spreche mir nach. Noah-Aim, ja, wunderbar. Mega. Peinlich. Er hat das zwar auf Stream geschrieben, aber ich finde, das ist allgemeingültig für alle, die wir hier in der Party sitzen. Was motiviert euch noch zu streamen bei so viel Hate in der Community, bei so viel Undankbarkeit? Ich streame ja selber, es wird aber irgendwie immer schlimmer, wieder Neid wird immer größer wegen eines Spiels. Mhm. Also wieder es wird Neid immer schlimmer, ja irgendwie sowas, keine Ahnung, vielleicht habe ich es blöd kopiert, keine Ahnung. Aber ja. ihr habt ja die Frage grundsätzlich verstanden und das kann man... glaube ich, an alle Stellen. Ich meine, das gleiche Thema hast du auf Facebook, das gleiche Thema hast du auf YouTube. Also von daher, voll frei. Ja, Kio, mach doch den Anfang. Mach du doch einfach den Anfang. Du hast das Sprachzepter schon in der Hand. Geil, die Sprachmuschel. Ich finde genau das ist meine Motivation. Also üblicherweise, wenn man mal im Channel war, wird vielleicht festgestellt haben, dass das ein cooles Klima herrscht, wie ich persönlich finde und wie ich das auch gespiegelt kriege. Absolut. Und daran muss man arbeiten. Das kommt nicht von ungefähr. Wenn man den Chat laufen lässt, dann wird der sich nicht unbedingt so entwickeln, wie du das gerne hättest. Dazu kommt noch, dass ich in der Tat glaube, dass wenn man sich drum kümmert, durchaus als, das klingt jetzt ein bisschen blöd, als gutes Vorbild vorangehen kann. Man kann sich natürlich immer über die Community beschweren, wie kacke die ist und so weiter. Aber wenn du das tust, wie ich persönlich finde, wenn du dich nur selber beschwerst, dann bist du Teil des Problems. Gerade als Content-Creator. Das ist nicht böse gemeint, Noah-Aim. Aber dann liegt es an jedem selbst, an jedem Spieler, an jedem Viewer, an jedem keine Ahnung was und eben auch an jedem Streamer oder YouTuber für ein gutes Klima zu sorgen. Das, ja. Ich finde, das liegt einem in der Verantwortung eines jeden. Und mich spornt das an. Ich muss sagen, ich habe da Spaß dran. Das ist so eine... Das, gefühlte Sisyphus-Arbeit, aber ich habe da wirklich Spaß dran und ich glaube, ich habe das Gefühl, einen Unterschied zu machen. Der mag nicht groß sein, aber darum geht's nicht. Die Leute fühlen sich bei mir wohl und das sollte bei jedem so sein und wenn du das geschafft hast, dann ist alles cool, wie ich finde. Word. Ja, und wenn es mehrere Channels machen, dann wird sich das Gesamtklima verbessern. Und von daher bin ich da, ich habe da Bock drauf. Das ist wie, weiß ich nicht, wie Gartenarbeit, so weißt du. Erstmal sieht alles scheiße aus, aber Stück für Stück... Weißt du, irgendwann kannst du draußen sitzen, Bier trinken. Geil. Sehr geil. Punkt. So, Mirnes, du wolltest auch direkt loslegen, du hast auch was also, zu sagen. Ja, also ich bin da völlig recht, was er gerade gesagt hat. Also ich bin immer so, ich habe mich wirklich mit sehr, sehr vielen YouTubern, Streamern, alles mögliche unterhalten. Man kommt ja mit vielen Leuten in Kontakt, wenn man so eine große Gruppe hat. Und da sind wir wirklich oft auf dieses Thema Haten so gekommen. Und wie auch hier der Kollege sagt, für mich sind Hater eigentlich der beste Beweis, dass man auf dem richtigen Weg ist. Ja, weil Neid muss man sich verdienen. Mitleid gibt es ja geschenkt, aber Neid musst du dir verdienen. Mhm. Und zum Beispiel, ich finde die beste Option, die man im Internet hat, wenn dir einer wirklich auf den Sack geht und du kannst mit ihm nicht als normaler Mensch reden, bann ihn einfach.
Nee, zum Glück kann man die Leute bannen, sonst würde man durchdrehen. Aber man sollte Hater prinzipiell nicht ernst nehmen, weil man muss so hinter dem Hater denken. A, er wäre gerne da, wo du bist. B, es gibt keine bessere Werbung wie Hater. Hater erzählen viel weiter wie die Leute, denen du geholfen hast. Die Leute, denen du geholfen hast, sind dankbar und werden es ein paar Leuten erzählen. Aber der Hater, der geht von Gruppe zu Gruppe, von Stream zu Stream, von Chat zu Chat und redet über dich. Und die Leute kommen vielleicht irgendwann auf deinen Stream und dann sehen sie, hier eigentlich hat er gar nicht recht. Der Junge ist ja komplett in Ordnung, der Stream ist angenehm und so. Und dann hast du schon vielleicht wieder ein, zwei Zuschauer mehr. Ne? Also ich sage auch, Hater sind für mich eher so die Motivation, dass ich was richtig mache, als eher etwas, was mich zurückhält und sagt, naja, vielleicht bin ich auf dem falschen Weg. Man darf sich von Hatern nicht aufhalten lassen, sondern sie eher als Antrieb nützen und sagen, okay, passt, ich bin auf dem richtigen Weg. Hater wird es immer geben, die wird es immer geben, dagegen kann man nichts machen, man wird sie niemals richtig ausrotten können, aber in meinen Augen sind das einfach halt Menschen, ja, der ist momentan ein bisschen LW im Real Life und der muss sich halt in ein anderes Leben einmischen und das ist einfach die Eifersucht und es nicht gönnen, aber das soll denjenigen Künstler nicht daran hindern, dass er vorankommt, er soll das besser als Motivation nutzen, dass er etwas hat, worauf ein anderer Mensch neidisch ist. Und da weiter ansetzen und weitermachen und sich an die Leute konzentrieren, die in deinen Stream kommen und sich normal benehmen. Mhm. Weil die Leute sind es wert, dass man weitermacht. Genauso in der Gruppe. Ja. Die normalen Menschen sind es wert, die jeden Tag die Gruppe benutzen, den Stream kommen, deine YouTube-Videos liken. Den Menschen sozusagen bist du es indirekt schuldig, weiterzumachen. Mhm. Lass die paar Hater auf die Seite, Mann. Das sind die beste Werbung. Hey, wie hat Madonna gesagt? Es gibt keine schlechte Publicity. So. Das ist nun mal Fakt. Grätsche. Rusty, deine Aussage. Mach dir weiter, ich bin gleich wieder da. Alles klar. Rusty, deine Aussage zu diesem Thema. Ja, also, sagen wir so, als kleinerer YouTuber steht man ja zwischen jeder Community so ein bisschen drin. Mir macht das auch irgendwo Spaß und mir bereitet es auch Kopfschütteln teilweise, das Ganze so zu beobachten. Ich habe mir selber so ein bisschen als Aufgabe gemacht, das Bestmögliche aus der Community rauszuholen. Ich mache das mittlerweile so, dass wenn mich irgendwie jemand im PvP-Modus teabaggt oder er deutsch ist, dann lade ich ihn in die Party ein und frage ihn, ja, warum machst du das denn eigentlich? Mhm. Frag ihn, dann kommt er meistens, ja, aus Spaß. Das ist kein Spaß, das ist abwertend. Und dann folgt halt diese Konversation, und dann spielt man ein bisschen mit den Leuten, dann stellt sich raus, da sind eigentlich ganz korrekte Menschen, die eigentlich nicht wissen, was sie tun. Und, das ist aber der Idealfall, oder? Also manchmal hast du dann nochmal richtig Beef in deiner Chatparty. Ne? Ob ich mir das geben wollen würde, weiß ich dann auch nicht. Ich sag mal so, ist es, ja, du hast schon recht, es variiert ziemlich stark. Es gibt natürlich die Leute, ja, die kommen dann rein, ja, du Hurensohn, was lädst du mich in eine Party ein? Oder manche machen das auch, die haben gar nicht jetzt die Eier, in deine Party reinzukommen, sag ich jetzt mal. Ne? Und da nicht dann in ihre Dreierparty rein, da brauchst du natürlich nicht reingehen. Ne? Da kannst du natürlich auch auf einer vernünftigen Basis reden und was ist eh nicht was. Jetzt bin ich leicht abgedriftet, aber ich sag mal so, die Community hat sich schon teilweise ein bisschen gewandelt. Es gibt so ein bisschen, hat halt viel mit der jugendlichen Generation zu tun, weil es ist natürlich bekannt, dass vielerlei Altersgruppen dieses Spiel spielen. Aber natürlich auch viele kleine Kinder, die vom Kopf her noch nicht so weit sind. Ne? Das stimmt. Und die machen dann halt auch vieles kaputt. Die gönnen dir nichts. Ich als kleiner YouTuber hab halt nicht wirklich die Chance, irgendwie was zu erreichen, wenn sich dann die kleine Gruppe von, was weiß ich, 20 kleinen Kindern gegen meinen Kanal stellt und alle den Dislike-Knopf drücken. Ja gut, mich juckt das nicht wirklich, aber ne, da hast du halt keine Chance, groß zu werden, weil das zerstört halt den Ersteindruck bei vielen anderen Leuten. Ne? Und deswegen ist man heutzutage halt auf Hilfe von Größeren angewiesen und dafür wird man dann gleichzeitig auch wieder gehatet, nach dem Motto, ja, der konnte nur groß werden mit Kontakten, was weiß ich nicht was. Ja. Eben Missgunst, egal wie du machst es falsch. Micha, ja, eben. Micha, das ist eigentlich eine Steilvorlage für dich zum Thema, ja, bei den YouTubern ist nur groß geworden, weil Unterstützung und so weiter und so fort. Ich sehe das eigentlich nicht so, denn nur wenn der Stärkere den Schwächeren unterstützt, dann hast du irgendwie auch die Chance, dich selbst so ein bisschen, ja. Ich habe ein Helfersyndrom. Ich bin immer von meiner Seite aus derjenige, der unterstützen will. So, und ohne das funktioniert es doch nicht. Oder wie siehst du das?
Na, unterstützen ist immer eine Sache. Ich meine zum Beispiel, ich habe Andy Edition damals angeschrieben, da hatte der 1000 Abonnenten, da war er noch relativ klein, aber ich habe sein Potenzial gesehen, ich habe gesehen, okay, das ist gut, was er da macht, aber das braucht einfach mehr Aufmerksamkeit, was er da macht, weil das ist auf YouTube sehr schwierig, weil da so viel los ist halt immer, weil so viele Leute sind und der Zuschauer kann einfach nicht alle entdecken. Und da habe ich dann halt vorgestellt bei mir, wir haben zusammen ein Video gemacht und ich habe die Leute aufgefordert, hier, schaut mal bei ihm vorbei und wichtig ist, guckt, ob euch das gefällt. Das heißt, der Kleinere muss halt auf jeden Fall auch etwas liefern, Ja, was den klar. Leuten gefällt. Und so kommt ja nichts. Ich meine, es gibt auch Abonnenten, die abonnieren den anderen einfach nur, weil man das gesagt hat, aber die werden dann auch irgendwann mal deabonnieren, wenn denen überhaupt nichts gefällt an dem Kanal. Deshalb, man muss da auch einfach seinen Teil dazu beitragen. Deswegen ist Klar. so an anderen groß geworden, ist eigentlich so ein Thema. Man hat sich das trotzdem verdient. Jemand, der wirklich sehr qualitative Videos macht, die aber nicht entdeckt werden, der hätte eigentlich viel mehr verdient. Und wenn er dann von größeren gepusht wird, dann hat er sich das auch verdient, weil er viel Mühe drin steckt. Einer, Genau. der einfach nur so eine PvP-Runde, sage ich mal, hochlädt, ohne Kommentar, ohne nix, mit SharePlay, ShareFactory da Ja, hochgeladen, das kann der wird jeder. auch keine 10.000 Abonnenten dann am Ende haben, das ist auch klar. Micha, was ist deine Motivation, weiterzumachen? Meine Motivation ist eigentlich ja, die Community. Also bei mir, wie gesagt, ich habe da nicht so viel mit Hate und so. Ich habe eigentlich immer positive Kommentare, die ich lesen kann. Leute, die dann immer schreiben, ja, du hast mir den Tag versüßt oder sonst was, wenn mal eine Unterhaltung kommt, also ein Unterhaltungsvideo oder super informativ, vielen Dank für die Infos und ja, hab wieder was gelernt oder sowas. Dann hat man anderen Menschen damit geholfen mit so einem Video und dann hat man sein Ziel erfüllt und das ist sozusagen die Motivation, die ich da habe, einfach Sehr gut. jedes Mal dann zu lesen, du hast damit jemandem geholfen und weiter so. Ja. Das Also wenn ich da ist. ganz kurz reingrätschen darf, da muss ich Veniro echt recht geben. Also bei Oh, Veniro wieder eine und Grätsche. Andy Bitte. selten, Menge gelbe Karten, Leute. Nein, Quatsch. Hab mal selten bei Videos so viel positive Kommentare gesehen wie bei den zwei Jungs. Normalerweise ist man als Admin immer darauf vorbereitet, wenn ein Video gepostet wird und du siehst, es sind 20, 30 Kommentare drunter, sind mindestens zwei, drei Leute zu bannen drunter. Aber bei den zwei Jungs wirklich von Anfang an immer sehr positive Kritik, gute Kritik, gute Kommentare, lustige Kommentare. Wirklich, ich habe, glaube ich, bei Veniro einen einzigen negativen Kommentar gesehen, seitdem er bei uns in der Gruppe ist. Bei Andy habe ich noch nie einen gesehen. Und sowas zum Beispiel finde ich richtig gut, dass die Leute einfach sehen, sie geben sich Mühe. Sie motivieren die Jungs und die Leute, die neidisch auf sie sind, die halten eh die Klappe, weil sie sehen, überwiegend finden die Leute sie voll korrekt. Also halt dich zurück, weil dann wirst du sowieso von der Community zerrissen. Ne? Also mach weiter so, wenn ihr und Andi, falls du das hörst, bitte genauso. Also zum Thema Motivation, bei mir ist die Motivation auch eine ganz einfache. Klar möchte man so ein bisschen Resonanz für den eigenen Kanal haben, aber was mich viel mehr motiviert ist, dass es Sinn macht, ein Netzwerk aufzubauen, wo man so ein bisschen auch steuert, dass die richtigen Leute sich finden. Ich habe von einem Osiris-Team habe ich zwei sehr, sehr starke Spieler zusammengebracht, die funktionieren wunderbar, die harmonisieren jetzt oder harmonieren seit vielen Wochen zusammen. Das ist das eine. Dann solche Projekte wie jetzt, diese Talkshow-Geschichte, die es so in meiner Meinung nach noch nicht gegeben hat, mit den richtigen Leuten machen zu dürfen. Das ist für mich eine Ehre, dass Leute wie ihr bereit seid, mit hier auf meinem Kanal die Sache aufzubauen. Und das ist nicht mein Verdienst, sondern unser aller Verdienst. Und ich bin dankbar, dass der Q dabei ist. Ich bin froh, dass der Rusty Q dabei ist. Ich bin froh, so tolle Gäste gehabt zu haben heute. Und man sollte das niemals vergessen, dass das sehr viel Arbeit ist, aber auch den ganzen Spaß ausmacht, sich mit den guten Leuten abzugeben. Und eben habe ich auf einem Auge gesehen, Helly, kannst du uns nicht mal oder meinen Stream nicht mal pushen? Ich pushe nur Dinge, von denen ich selber überzeugt bin, wo ich auch sehe, dass da eine Sehr gewisse gut. Qualität ist. Und ich werde nicht jeden blindlings pushen. Das bringt mir nichts, weil es heißt nachher, was hat der Helly denn dafür einen empfohlen? Du empfiehlst auch keinen Handwerker, der nicht geradeaus einen Nagel in die Wand hauen kann. Machst du nicht. Du musst erstmal schauen, Weg. was leistet derjenige, was hat er für ein Konzept, das ist wichtig im Stream. Und wie plant er mittelfristig, kurzfristig, also kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele? Und nur wenn ich davon überzeugt bin und das auch menschlich passt, dann nehme ich Leute mit ins Boot. Weil alles andere wird zur Qual für mich auf Dauer.
Und ich habe mir geschworen, ich mache nur Dinge, wo ich Bock drauf habe. Und heute, die Sache ist für mich ein Highlight, was mich jetzt auch über viele, viele Wochen noch weiter motivieren wird. Und deshalb möchte ich jetzt auch einfach mal Danke sagen. Danke an Q, an Rusty Q und vor allen Dingen auch an die Gäste, an Mirnes und Micha, dass ihr euch bereit erklärt habt. Ihr wusstet nicht, was auf euch zukommt. Ihr wusstet nicht, was auf euch zukommt. Wir auch nicht. Keiner wusste es, ich wusste es auch nicht. Im schlimmsten Fall hätten wir vor drei Leuten gesessen. Einer ist mein Bot, einer bin ich selbst und vielleicht noch ein Dritter, der sich fürchtet. Nein, es ist eine super Sache geworden und da hat jeder von euch seinen Anteil dran. Und deshalb möchte ich auch jeden bitten, der jetzt noch im Chat ist, unterstützt die Leute, die hier waren, unterstützt die Gäste Venero TV, haltet dem Mirnes vielleicht auch mal ein bisschen den Rücken frei, wenn es in der Destiny-Gruppe mal wieder heiß hergeht. Ja. Der Q ist tagsüber, ich glaube, zwischen 9 und 15 Uhr meistens online. Schaut da rein, ein super geiles, hochwertiges Programm mit einem sehr, sehr hohen Unterhaltungswert. Es muss menschlich passen. Absolut so, kurzweilig. Und Rusty Q, Leute, schaut mal auf dem Kanal vorbei, da sind echt ein paar witzige Videos dabei. Er ist noch jung, er hat noch Potenzial und der wird seinen Weg auch machen. Bitte, Abschlusswort von euch noch, bevor ich dann auf Wiedersehen sage zum Schluss. Lass mal den Gästen den Vortritt. Mirnes, fängst du bitte an. Jo, mein Schlusssatz für heute, danke nochmal für die Einladung, kann ich echt nicht oft genug sagen. Ich finde sowas sehr, sehr wichtig. Also ich bin sowieso ein Mensch, der auf Kommunikation setzt. Kommunikation ist der Schlüsselpunkt zum Allen. Und was ich den Leuten mitgeben kann, ist, lasst den Hatern keine Chance. Überlegt doch einfach, wollen wir wirklich noch 7 Jahre lang so spielen oder einfach chillig miteinander genießen und die Leute unterstützen, die es verdienen. Habt euch einfach lieb, mein Schlusswort. Und unterstützt den Heli, der Mann will was bewegen, damit wir alle eine geilere Zeit haben in Destiny und damit wir ein bisschen besseres Programm haben als RTL Hartz IV Fernsehen. Danke, Heli, nochmal. Micha, Let it preach. Danke. Micha, Zepter zu dir. Ja, find ich nett. Vielen Dank für die Einladung. Eine schöne Runde hier draus geworden, hat mir Spaß gemacht. Und ja, lasst denn alle schön schwingen, würde ich sagen. Geil. Rusty, was möchtest du noch loswerden? Ja, also ich bin auf jeden Fall im Großen und Ganzen ziemlich dankbar, dass ich hier mitmachen durfte. Es ist für mich nicht selbstverständlich. Vor allem, dass ich mal mit dem Micha ein bisschen quatschen durfte oder auch mit ein paar Leuten reden durfte, die ein bisschen mehr Reichweite haben und die man vielleicht so nicht kennengelernt hätte, gerade in meiner Position. Ich danke dir, Heli, dass du das alles möglich gemacht hast und dass du mich mit ins Boot geholt hast. Gerne. Ja, dafür. Q, mein Vorbild, Idol, Tag-Bespaßer. Langsam wird mir das unangenehm, Heli. Ich hatte Spaß. Ja, das freut mich. Also, nachdem meine Tochter mich vorhin so abgefuckt hatte, war ich kurz am Überlegen, irgendwie einfach wegzufahren, irgendwo hin. Weg, ohne Internet, ohne irgendwas. Aber ich hatte sehr, sehr viel Spaß und ich habe Bock aufs nächste Mal. Sicher, das lief alles noch nicht perfekt so, aber wir kriegen das hin. Und ich finde das Konzept ist ein geiles. Und so wie ich das aus dem Chat gelesen habe, auch jetzt noch lese, die Leute hatten Bock. Es haben sich eine Menge Leute angeguckt, was mich positiv überrascht, sehr positiv überrascht. Aber ich fand's cool. Wie es gerade Rusty schon sagte, sich mit Leuten auszutauschen, an die man so vielleicht sonst gar nicht rankommt. Ich meine, Heli, wir quatschen sowieso andauernd, aber Micha und Mönes und auch Rusty kann ich vorher gar nicht. Und ich finde es cool, sich mit Leuten auszutauschen, die eben ihre Erfahrungen im Zweifel auf einem anderen Gebiet gemacht haben, aber die eben auch eben Erfahrungen gemacht haben. Und eben auch eine Meinung dazu haben, wie das gerade funktioniert und was gerade passiert. Und das finde ich halt eine coole Nummer. Der Austausch als solcher. Sehr geil. Ich habe Bock aufs nächste Mal, das auf jeden Fall. Sehr schön, vielen Dank. So, dann sag ich als Gastgeber oder wie auch immer man es benennen mag, nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Zuschauer, die sich wirklich jetzt nunmehr 2 Stunden Zeit genommen haben, die meisten sogar komplett durch, sich hier war pinkeln zwischendurch. Die ganze Show mal anzuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich hoffe, ihr habt Eindrücke mal gewinnen können und auch mal einen Blick hinter die Kulissen bei Venero TV und bei der Facebook-Gruppe, was man so als Admin macht, ist wahrscheinlich auch nicht jedem bewusst, weil die machen weitaus mehr als einfach mal einen Bann auszusprechen.
Ich finde, die Community hat es einfach verdient, dass man sich ein bisschen besser versteht, dass sich die Leute ein bisschen mehr schätzen und auch ein bisschen niveauvoller unterhalten. Und da wollen wir hier mit dieser Sache, und da spreche ich auch für mal gerade für meine beiden Co-Moderatoren, so ein bisschen dran arbeiten. Und ja, es sind nicht nur alles Arschlöcher in der Community, es sind sehr, sehr viele wertvolle und lustige, wichtige und unterhaltsame Menschen unterwegs. Und letztlich möchte ich mich noch bei meiner Mutter für die Geburt, bei meinem Vater für die Zeugung und bei euch allen fürs Zuschauen bedanken. Und, das sind nicht die Oscars, Mann. Macht's gut. Ich beende. Halt. Willst du vielleicht noch erwähnen, dass dieser Stream natürlich zum Angucken auch hochgeladen wird und Sachen? Absolut. Die Sappen kann man ja auch. Genau, ihr könnt. Ja. Nein. Ich habe mir das geschworen, das werde ich hier nicht sagen, aber den Stream werdet ihr in voller Länge nochmal einmal hier in den Videos natürlich sehen können, aber der Rusty wird es auch auf seinem Kanal nochmal hochladen. Da könnt ihr auch euren Freunden davon erzählen, falls sie es verpasst haben. In der Gruppe posten, Helen, ne? Ja, das mache ich dann zusammen mit dem Rusty. Ich denke, das kriegen wir hin. Und ja, sind bestimmt viele interessante Dinge dabei gewesen. Ich hoffe, es war genauso kurzweilig für euch wie für uns. Ich schicke euch jetzt in die Nacht. Schlaft gut, seid lieb zueinander und haltet die Ohren steif. Ich beende jetzt den Stream mit einem herzlichen Dankeschön an euch alle. Vielen, vielen Dank. Auf Wiedersehen.